Klassenbildung, der Podcast. Wir sind jetzt bei unserem dritten Podium für heute angekommen, dem Organisiert-Kämpfen-Podium. Dafür haben wir uns drei kommunistische Organisationen eingeladen. Die nächsten anderthalb Stunden wollen wir also nutzen, um uns gemeinsam mit Ihnen darüber auszutauschen, wie Organisierung im 21. Jahrhundert aussehen kann, wie sich das die verschiedenen Organisationen vorstellen. Genau, welche Besonderheiten und Erfolge haben die verschiedenen Gruppen, die heute hier vor uns sitzen? Mit welchen Methoden und Inhalten können wir es schaffen, unsere Klasse zu organisieren? Und wie kann letztlich auch eine revolutionäre Bündnisarbeit aussehen? Das sind so die Fragen, in denen wir, die nächsten paar Stunden vielleicht diskutieren, ein bisschen beantworten wollen. Genau, ich würde die Gruppen einmal kurz vorstellen. Für alle, die hier sind, vielleicht die Gruppen noch nicht kennen oder nicht zumindest wissen, wer jetzt hier gerade auf dem Podium sitzt. Genau, einmal ganz außen am Tisch sitzt Jamal, der ist heute hier für den Bund der Kommunistinnen. Genau, der Bund der Kommunistinnen, den gibt es seit 2021 und es ist aus einem Diskussionsprozess von GenossInnen aus unterschiedlichen politischen Strömungen und Organisierungsansätzen entstanden. Strategisch setzt der BDK auf einen Ansatz proletarischer Gegenmacht im Betrieb, Nachbarschaft und kulturellen Milieus. Das heißt Basisorganisierung in offenen Vorfeldstrukturen sowie die Mitarbeit in der politischen Widerstandsbewegung. Aktuell betreiben sie drei Stadtteilläden in Berlin, haben vor kurzem den Kommunistischen Jugendbund gegründet und arbeiten innerhalb der Migrantifa Berlin. In der Mitte haben wir einmal Markus vom Kommunistischen Aufbau. Der Kommunistische Aufbau ist, wie der Name schon verrät, eine kommunistische Aufbauorganisation, die sich vor 10 Jahren, also 2014, gegründet hat. 3 Jahre später, 2017, hat sich außerdem die Kommunistische Jugend gegründet, sowie im Jahr 2019 die Kommunistischen Frauen. KA sieht es heute als seine Aufgabe, die Voraussetzung für die Gründung einer kommunistischen Partei in Deutschland zu schaffen. Dazu gehört der Aufbau kommunistischer Strukturen und die Entwicklung von KaderInnen und Berufsrevolutionärinnen. Der kommunistische Aufbau sowie seine Massenstrukturen sind heute in etwa einem Dutzend deutscher Großstädte vertreten. Genau, jetzt einmal, unser letzter Podiumsgast direkt neben mir ist Luca von der Roten Jugendbewegung. Die Rote Jugendbewegung Deutschland setzt sich aus verschiedenen roten Jugendgruppen aus ganz Deutschland zusammen. Im Rahmen der LLL-Demonstration fand in diesem Jahr ihr 2. Kongress statt, unter dem Motto Jugend der Notwendigkeit, die Einheit erkämpfen, die kommunistische Partei aufbauen. Genau wie im ersten Podium, beziehungsweise in unseren anderen beiden Podien, die schon stattgefunden haben, werden wir jetzt erstmal mit einer spezifischen Frage an die Gruppen starten. Genau, unsere erste Frage widmet sich dann direkt dem RJ. Genau, als Teil der Roten Jugendbewegung seht ihr in der Jugend ein besonderes revolutionäres Potenzial. Wie kann denn dieses Potenzial genutzt werden, um die gesamte Klasse anzusprechen? Okay, vielleicht erstmal danke für die Einladung. Schön, dass ich hier für Teile der Roten Jugendbewegung sprechen darf. Für die Rote Jugend Deutschland. Vielleicht schnell zur Frage. Erstmal zur Jugend allgemein. Unsere Behauptung ist erstmal, dass die Jugend der aktivste, der am wenigsten unvoreingenommene, am wenigsten integrierteste und am wenigsten kaputtgemachteste Teil der Massen ist. Die Jugend ist ein Teil der Massen, der zu kollektiven Rebellionen neigt und dessen kollektive Rebellion sich relativ schnell der Systemfrage annähern kann. Es gibt auch einen Drang der Jugend, ihren Worten auch Taten folgen zu lassen, nicht nur zu reden, sondern auch für Überzeugung praktisch einzustehen. Natürlich gibt es auch einige Problemchen, zum Beispiel die Neigung zur Selbstüberhöhung. Genau diese Haltung, wir haben es verstanden, die anderen sind doof. Das findet man allerdings auch gerade unter Kommunistinnen allen Altersgruppen auch mal wieder. Die Jugend ist also auch oft genug der Vorreiter von revolutionären Bewegungen. Die Jugend fängt an, während andere Teile der Klasse noch auf sich warten lassen. Einen Unterschied müssen wir außerdem noch ziehen zwischen der Generation unserer Eltern und uns. Der Gedanke, meinen Kindern wird es besser gehen als mir, es geht allgemein bergauf und so weiter, ist, denken wir, in unserer Klasse so gut wie verschwunden. Das heißt, es gibt für die Arbeiterinnenklasse nur noch Perspektivlosigkeit innerhalb des kapitalistischen Systems. Und nach dem Zusammenbruch der
Sowjetunion, spätestens danach der DDR und so weiter, China, Kommunismus und besonders der Bezug auf die Geschichte der Arbeiterinnenbewegung, auf die Theorien von Lenin, Mao und anderen, jedenfalls im Westen überholt, von der Geschichte widerlegt. In diesem selbstauferlegten Verbot den Kommunismus auch in Form seiner geschichtlichen Bewegung mit seinen Versuchen, Erfolgen und Fehlern zu denken, gab es ein riesiges Vakuum. Keine Perspektive im Kapitalismus, aber auch keine Anknüpfungspunkte, keine revolutionäre Tradition. Wir haben das Gefühl, dass sich das langsam ändert und nicht nur wir, auch unsere Feinde spiegeln uns das ab und zu wieder. So heute treten junge Linke mit einer neuen Selbstgewissheit als Kommunistin auf. Nicht nur mit Marx, sondern auch mal mit Lenin im Gepäck. Und genau darüber hinaus beobachten wir schon seit Jahren, dass überall, ja, wir nennen es rote Jugendgruppen, aufploppen, welche sich den Kommunismus auf die Fahne schreiben und von sich aus anfangen, politische Praxis zu betreiben. Also rote Jugend nennen wir nicht nur die Kräfte, mit denen wir einen sehr engen Draht haben. Wir verstehen unter roter Jugend eine Vielzahl von Organisationen, von Gruppen, die gewisse Elemente von Jugendkultur und Marxismus miteinander verbinden und sich auf die ein oder andere Art in den Klassenkampf schwingen. Das heißt für uns, diese rote Jugendbewegung, aber natürlich auch andere Teile der kommunistischen Bewegung haben die revolutionäre Perspektive und die revolutionäre Tradition wiederentdeckt. Und unsere Aufgabe sehen wir darin, diese Bewegung zusammenzubringen und zu stärken und dann auch weitere Teile der Klasse mitzureißen. Außerdem ist das natürlich eine Banalität, aber das muss hier nochmal gesagt werden. Die Jugendlichen von heute sind die Erwachsenen von morgen. Wir müssen es natürlich schaffen, aus der Jugendbewegung langfristig viele Kader zu entwickeln, welche dann wieder die nächsten Generationen von Kommunistinnen anlernen. Und wir sehen, dass schon jetzt in dieser Bewegung neue Generationen von Kommunistinnen heranwachsen, die Fähigkeiten haben, also in ganz jungen Jahren, die Fähigkeiten von älteren Genossen in den Schatten stellen. Und wenn dieser Prozess so weitergeht, wenn man das pflegt, ja, dann machen wir riesige Sprünge. So. Wenn diese langfristige Perspektive fehlt, dann muss man natürlich jedes Mal von vorn beginnen, dann kommt man nicht vom Fleck. Außerdem gibt es verschiedene Themen, welche insbesondere Jugendliche betroffen machen. Also ein einleuchtendes Beispiel ist natürlich die Klimakatastrophe. Können sich einige ältere Generationen können sich da ein bisschen rausnehmen nach dem Motto, nach mir die Sinnflut, während die Jugend natürlich die Folgen noch zu spüren bekommt und deshalb umso aktiver ist im Klimakampf. Und ein sehr klassisches Beispiel ist hier natürlich der Militarismus, gerade präsent, ne, in der Zeitenwende, der Diskussion um die Wehrpflicht und so weiter. Also ein 60-Jähriger hat natürlich auch keinen Gefallen am Krieg. Man muss sich keine großen Sorgen machen, gleich eingezogen zu werden und auf dem Schlachtfeld umzukommen. Das ist für uns auch ein zentraler Punkt in der Jugendagitation auf jeden Fall. Wir würden auch sagen, dass die jungen Generationen in einigen Fragen wie dem Feminismus weiter, und das gilt natürlich nicht für alle Teile der Jugend, sondern vor allem für die fortschrittlichen Teile der Jugend, also sich auch weiter von konservativen Geschlechterbildern, Familien- und Moralvorstellungen wegbewegt, was wir natürlich gut finden. Und wie viel Zeit habe ich noch? Du hast noch anderthalb Minuten, okay. Uiuiui. Vielleicht noch mal ganz kurz, um das klarzustellen. Manchmal heißt es so, ihr organisiert ja nur die Jugend, was ist denn mit dem Rest? Genau, unseren Beitrag, also oder die Organisierung der Roten Jugendbewegung sehen wir schon als einen Beitrag und einen wichtigen Beitrag, neben anderen wichtigen Beitragen, die wir gar nicht kleinreden wollen. Also sei es revolutionäre Stadtteilarbeit, sei es langjährige Parteiaufbauarbeit, sei es das Schaffen von antifaschistischen Bündnissen und so weiter. Aber die Organisierung der Roten Jugendbewegung sehen wir als den Teil, den wir leisten können. Und wir sehen in der Jugend eine fortschrittliche Kraft. Genau, und das ist der Beitrag, den wir zur Rekonstruktion der kommunistischen Partei leisten müssen, unserer Meinung nach. Also diese Gruppen auch zu befähigen, weiterzumachen, zusammenzuwachsen, auch einen Organisationsfetischismus abzulegen. Genau. Ja. Dankeschön. Genau, dann würden wir jetzt bei den spezifischen Fragen erstmal direkt weitergehen. Genau, danke erstmal für den ersten Beitrag. Genau, wir machen dann mit dem Genossen in der Mitte weiter, genau, also für den kommunistischen Aufbau. Ihr seid ja in ja mittlerweile zahlreichen Städten aktiv und ihr habt ein relativ ausdifferenziertes Organisationsgeflecht. Ist das nicht eine sehr starke Aufspaltung der eigenen Kräfte? Mhm.
Ja, auch von mir vielen Dank für die Einladung im Namen unserer Organisation. Ich glaube, das ist erstmal eine sehr passende Frage, weil die uns viel gestellt wird von anderen Organisationen, die uns so kennenlernen oder wo wir uns gegenseitig kennenlernen. Vielleicht ist das deswegen einfach auch was, ja, was viele interessiert. Wir würden die Frage aber erstmal verneinen. Wir glauben, dass das nicht eine zu weite Aufsplitterung der Kräfte ist, sondern wir würden sagen, dass ein so ausdifferenziertes Organisationsgerüst erstmal vor allem auf organisatorischer Ebene ein Ansatz dafür ist, eine unserer zentralsten Aufgaben als Kommunistinnen zu lösen. Nämlich, dass wir dauerhafte Verbindungen mit unserer ganzen Klasse aufbauen. Wir würden sagen, diese Verbindung aufzubauen ist eine strategische Notwendigkeit. Das ist einerseits wahrscheinlich offensichtlich, wenn man das mit der sozialistischen Revolution in diesem Land ernst meint. Aber es ist auch ein Problem, was wir unserem Eindruck nach, wir sind da noch nicht so zu einem fertigen Ergebnis gekommen, auch etwas ist, was sich durch die Geschichte der kommunistischen Bewegung in Deutschland zieht. Das Problem, dass die Kommunistinnen zwar oft in der Geschichte schon an Punkten waren, wo sie quantitativ eine deutlich größere Stärke hatten als heute, aber trotzdem gleichzeitig sie noch eine Minderheit in der Klasse nur beeinflusst haben. Also das ist unserem Eindruck nach ein Punkt, den wir als kommunistische Bewegung in diesem Land noch lösen müssen. Nicht nur eine Minderheit beeinflusst haben, sondern teilweise auch es Probleme dabei gab, dass die Kommunistinnen vielleicht keine ausreichende Klarheit hatten, was ist eigentlich Dynamik in der ganzen Klasse. Also teilweise sie von einem bestimmten Teil der Klasse umgeben waren, zu dem sie Verbindungen hatten, die teilweise in ihren Massenorganisationen organisiert waren und dadurch ein verzerrtes Bild davon bekommen haben, was die tatsächliche Stimmung in den Massen ist. Ansonsten kann man auch sagen, auf einer viel kurzfristigeren Ebene, wir feiern ja dieses Jahr unser 10-jähriges Jubiläum und haben uns dementsprechend auch über unsere Entwicklung einige Gedanken gemacht. Und unsere Auswertung ist erstmal auch klar, dass uns das konkret als Organisation für uns sehr, sehr wichtig war, unser Organisationsgerüst aufzufächern. Das mag auch eine Besonderheit sein, sozusagen, dass wir damit bestimmte Einseitigkeiten und Schwächen, die wir anfangs hatten, sehr, sehr stark bekämpft haben. Aber für uns hatte das vor allem den Effekt, ausgelöst, dass wir so ungefähr ab dem Jahr 2017, wo wir mit diesem Prozess begonnen haben, also 3 Jahre nach unserer Gründung, sehr, sehr viel schneller gewachsen sind und uns auch in deutlich mehr Städte ausdehnen konnten. Und ich glaube, das liegt vor allem daran, dass wir dadurch zugänglicher wurden, dass wir eben Anlaufstationen geschaffen haben, in denen sich Genossinnen und Genossen zu Kaderinnen entwickeln konnten oder auf ein Niveau entwickeln konnten, wo sich diese Ansprüche konkret stellen wollen. Das hat also für uns eine sehr positive Rolle gespielt. Es hat auch die Organisation insgesamt stabilisiert, weil wahrscheinlich alle, die länger als ein Jahr oder so aktiv sind, wissen, dass Krisen in einer bestimmten Form, Krisenstimmung, Phasen, in denen man ein bisschen träger vorankommt, irgendwie zur kommunistischen Arbeit dazugehören. Und dadurch, dass man ein breiteres Organisationsgerüst hat, sind die Krisen an einzelnen Stellen, in einzelnen Städten, in einzelnen Arbeitsbereichen etwas, was das Ganze nicht mehr so stark beeinflusst. Aber was ich anfangs gesagt habe, die strategische Aufgabe wird damit aus organisatorischer Sicht nur angegangen. Sie ist nicht gelöst. Also die politischen und ideologischen Aufgaben in der Massenarbeit, die sind nicht damit identisch, dass wir Massenorganisationen gründen, mit denen wir uns auf die verschiedenen Teile unserer Klasse ausrichten. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig zu betonen. Und dazu würde ich gleich im zweiten Punkt, bei der zweiten Frage noch ein bisschen was sagen. Zwar würden wir also nicht sagen, dass das eine Überausdehnung unserer Kräfte oder so bedeutet, aber wir wollen auf jeden Fall nicht verschweigen, dass es natürlich zu Widersprüchen führt, also mit Widersprüchen einhergeht, sich so ein ausgedehntes Organisationsgerüst zu schaffen. Ein Widerspruch ist zum Beispiel, dass eine Struktur immer komplexer wird, dass man eine immer größere Führungsfähigkeit braucht, um die gleichzeitig in eine sinnvolle Richtung in Bewegung zu setzen und alle Kräfte, die dort organisiert sind, auch voll auszunutzen. Das führt uns zum Problem der Kaderentwicklung oder auch der Entwicklung von Berufsrevolutionären, was seit Anfang an in unserer Entwicklung ein sehr zentrales Problem ist. Und einerseits hat dieser Schritt für uns bedeutet, dass neue Räume dafür entstanden sind und auch die Notwendigkeit, Kaderinnen auf diesem Niveau zu entwickeln, überhaupt erst konkret wurde. Aber andererseits sehen wir auch, dass wir hier schneller werden müssen und besser werden müssen, um unser Potenzial voll auszuschöpfen. Wir sind aber optimistisch, dass es in unseren Reihen einige Genossinnen gibt, die diesen
Weg gehen wollen und dass wir das auch schaffen können in den nächsten Jahren. Also da sind wir eigentlich relativ optimistisch. Kommen wir jetzt zur dritten Organisation, BDK. Genau, anders als die anderen beiden hier sitzenden Genossen, ist es ja bei euch so, dass es euch ausschließlich in einer Stadt gibt. Dafür scheint ihr in den verschiedenen Teilen Berlins ja relativ stark verankert zu sein. Und für uns, oder die Frage, die wir euch stellen wollen, ist, was sind denn eure Überlegungen dahinter? Ja, also erstmal auch einen Dank unsererseits hier an die Initiative vom Kollektiv Klassenbildung. Wir finden das sehr begrüßenswert, dass wir als kämpfende Bewegung nicht nur übereinander reden, sondern auch miteinander. Das ist ein sehr guter Anfang. Mein Name ist Jamal und ich bin heute glücklich, hier meine Organisation, den Bund der Kommunistinnen, vertreten zu können. Den Bund der Kommunistinnen gibt es seit 2021. Wir sind also noch eine sehr junge Organisation. Und denken auch, dass unsere Arbeiten und Strategien gerade erst anfangen, erste Früchte zu tragen. Das heißt konkret, jeder, der sich jetzt erhofft, dass wir irgendwelche fertigen Rezepte zeichnen können, so wird es erfolgreich, sagen wir offen, wir werden euch enttäuschen. Wir haben erste Ansätze, wir haben Erfahrungen, über die wollen wir uns auch ehrlich austauschen, aber mehr ist es zum derzeitigen Standpunkt auch nicht. Wir haben mehr Fragen als Antworten. Nun aber zur Frage, was machen wir, wohin wollen wir? Die Genossin der Moderation hatte ja schon ein bisschen einen Überblick gegeben über unsere verschiedenen politischen Kampffelder, in denen wir präsent sind. Aus Zeitgründen kann ich nicht detaillierter jetzt darauf eingehen, wie genau die Arbeit darauf da aussieht. Da würde ich einfach einladen, geht gerne zum Stand, kommt mit den Genossinnen ins Gespräch, guckt euch das an und immer am besten kommt in den Läden, in den Angeboten vorbei. Ich kann euch hier die schönsten Sachen erzählen. Prüft immer am besten selber, wie ihr die Sachen findet, ob das was kann oder nicht. Jetzt aber die Fragen. Und da war ja auch die Moderation schon drauf aus, was ist eigentlich die Perspektive dieser lokalen Arbeit? Durchaus wissen wir, dass der Sozialismus natürlich nicht in einem Bundesland aufgebaut wird, dass der Klassenstaat auch nicht in einem Bundesland zerschlagen werden kann. Entsprechend streben wir auch danach, einen Zustand zu erreichen, in dem wir diese lokale Beschränkung überkommen. Der Klassenfeind ist vereinheitlicht organisiert und auch bundesweit organisiert. Entsprechend müssen wir es auch sein. So zielen wir auch ab auf die Rekonstitution einer kämpfenden kommunistischen Partei in Deutschland. Das sind jetzt erstmal große Floskeln, die kann jetzt jeder sagen. Wir meinen es zwar ernst, müssen aber stets, wenn wir diese Floskeln von uns geben, einen konkreten Reality-Check machen, also einen Abgleich mit unseren tatsächlichen Kräften und Möglichkeiten, um auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben. Wir sind schwach, wir haben begrenzte Kräfte und auch unser Einfluss in der Klasse ist begrenzt. Das heißt, wie wir diese Kräfte nutzen, müssen wir priorisieren. Und wenn wir fragen, wie priorisieren wir sie, müssen wir gucken, was denken wir, ist gerade das Hauptproblem, was wollen wir erreichen. Und da denken wir schon, unterscheiden wir uns etwas darin der Bestimmung, was die Hauptgefahr derzeit ist. Und wir sehen nicht die Hauptgefahr darin, in einer erfolgreichen Massenarbeit sich zu verlieren und hier nah am Sozialismus in Berlin zu sein und alle anderen Städte irgendwie in einem anderen Punkt zu lassen, sondern wir denken eher, auch in der Vergangenheit der kommunistischen Bewegung, dass die Hauptgefahr ist, bundesweite Strukturen zu schaffen, die aber in gewisser Hinsicht eine Tendenz dazu haben, Luftschlösser zu sein. Also nicht unbedingt immer lebendig sind und auch eine reale Schlagkraft entwickeln. Und entsprechend dieser Bestimmung als momentane Hauptgefahr als Kommunistin entscheiden wir uns auch dazu, in diesem Moment die Kräfte lokal zu fokussieren und gezielt hier in Berlin zu nutzen. Unsere Auffassung ist, und die sehen wir halt auch bestätigt durch vergangene Aufbauprojekte und ihr wiederholtes Scheitern, Schwäche multipliziert mit Schwäche ergibt nicht einfach Stärke. So denken wir, dass verfrühte Zusammenschlüsse nicht die Klasse stärken, nicht unsere Seite im Klassenkampf ausbauen, sondern eher teils noch gerade eine zu starke Beschäftigung ist mit uns als Kommunistin und nicht den Weg in die Klasse rein. Wenn wir sprechen, Schwäche multipliziert mit Schwäche ergibt keine Stärke, dann wollen wir ganz klar sagen, wir, der BDK, sind auch diese Schwäche. Wir würden auch, so nett wie der Kommentar ist, klar dem widersprechen, dass wir stark verankert sind in Berlin. Wir haben durchaus eine Praxis, die auch Erfolge hat und wir erreichen auch breitere Bevölkerungsschichten, die jetzt nicht sagen würden, ja, eine neue kommunistische Organisation, danach habe ich gesucht. Und es entspricht auch unserem Grundsatz, dass eine gute kommunistische Politik keine Politik für Kommunistinnen ist. Ich kann ein paar Praxisbeispiele nennen, zum Beispiel in Lichtenberg, wo ein Genosse in unsere Kiezkantine gekommen ist, da über längere Zeit Vertrauen aufgebaut hat und dann unsere antimilitaristische Kiezdemo und meinte, ey, seit 20 Jahren war ich nirgendwo, ich habe keinem politischen Kollektiv vertraut.
Ich habe mich immer benutzt gefühlt. Und hier merke ich, hier sind Leute, denen ich vertraue. Das sind super schöne Momente für uns, die berühren uns auch. Oder beim Boxen, im Jugendsportangebot, was der Kommunistische Jugendbund hat, wo das breite Teile der Jugend teils erreicht. Also ein paar hundert Leute in Berlin. Und da Jugendliche kamen, die meinten, ey, wir wollen von der Straße wegkommen, von dieser ganzen Kleinkriminalität. Die Werte, die hier verkörpert sind, das ist irgendwie was, wo wir anknüpfen können. Das ist voll schön. Wir wollen auch das nicht runterspielen. Aber wir wollen es auch nicht zu etwas überhöhen, was es nicht ist. Das sind einfach Keimformen. Keimformen, kleinste Formen von einer Verankerung in der Klasse. Es ist noch nicht die proletarische Gegenmacht, von der wir sprechen und die wir auch erreichen wollen. Eben diese proletarische Gegenmacht hat in dem, was wir derzeit leben, gerade erst angefangen, einen Herzschlag zu entwickeln, ist noch in so einem embryohaften Zustand. Das heißt, das finden wir wichtig für eine realistische Selbsteinschätzung. Ich gebe auch ein konkretes Beispiel. Also in Berlin 0,01% der Klasse organisiert zu haben, das würde bedeuten, 4.000 Leute in unseren Strukturen zu haben. Wir sind noch nicht an diesem Punkt, wo wir überhaupt 1.000 Leute in unseren Strukturen haben. Und das heißt, wir finden es politisch falsch, zu sagen, man verliert sich in der Massenarbeit, wenn man noch nicht einmal dabei ist, 0,01% der Klasse in Berlin organisiert zu haben. Wir denken, dass der Parteiaufbau wichtig ist, dass Projekte, die dieses Ziel aus den Augen verlieren, notwendig scheitern werden. Aber wir denken, dass dieser Aufbau ein Marathon ist und kein Sprint. Und hierbei machen wir gerade die ersten wackrigen, aber mutigen Schritte. Das ist wichtig. Und ich bin glücklich, dass wir als Organisation nicht alleine sind. Dass Genossen von der Roten Jugendbewegung, dass Genossen vom kommunistischen Aufbau, aber auch zum Beispiel in Perspektive Kommunismus und unzähligen anderen Projekten eben auch solche Schritte gehen. Wir denken, wir sind da eine Bewegung, aber finden es halt wichtig, nicht einen Mythos über unsere Bewegung zu kreieren, der nicht übereinstimmt mit unserer realen Praxis. Wir wollen jetzt gerade in diesem Moment in Berlin überhaupt erstmal eine Basis schaffen, mit der sich lohnen würde zu vereinen. Derzeit denken wir, sind wir noch nicht diese Basis, mit der sich lohnen würde zu vereinen. Um zu diesem Zustand zu kommen, denken wir, ist eine kleinteilige Basisarbeit mit einem langen Atem essentiell. Wir können sie nicht auf einen Tag X verschieben und sagen, wenn wir Partei sind, dann gehen wir diese Basisarbeit an. Wir denken, eben nur durch den langen Atem in der kleinteiligen Politik können wir überhaupt potenziell Partei werden. Ich weiß nicht, habe ich noch Zeit oder ist es... Du hast eigentlich schon keine Zeit, dann kannst du es leider nicht sehen. Entschuldige. Das ist ein bisschen an der Komposition. Dann würde ich es damit beenden. Vielen Dank. Okay, vielen Dank. Dann haben wir jetzt ja... Vielen Dank. Da haben wir jetzt ja einmal die Anfangsbeiträge von allen Organisationen gehört, wo sie ein bisschen was spezifisch zu ihrer Arbeit gesagt haben. Wir wollen ja aber auch jetzt in die gemeinsame Diskussion kommen. Dafür haben wir eine erste Frage vorbereitet. Genau, als Kommunistinnen und Revolutionärinnen ist unser gesellschaftlicher Einfluss innerhalb unserer Klasse und darüber hinaus heute sehr begrenzt. Das haben wir ja auch schon in den unterschiedlichen Redebeiträgen gehört. Gleichzeitig scheint es ja aktuell einen Aufschwung in der Bewegung zu geben. Und ja, wir haben uns gefragt, oder möchten die Frage an euch richten, mit welchen Methoden und Inhalten können wir es denn heute schaffen, unsere Klasse zu organisieren und über den jetzigen Stand hinauszukommen? Ja, wie schaffen wir es, mit dem momentanen Aufschwung der Bewegung Schritt zu halten? Wie schaffen wir es, daraus Erfolge zu ziehen? Und wie schaffen wir es, daraus unsere Kräfte zu vermehren? Auf den Punkt gebracht, glaube ich, wir müssen halt das machen, was sowieso unsere Aufgabe, unser erklärtes Ziel als Kommunistin ist, nämlich eine Vorhut unserer Klasse sein. Aber das eben nicht nur proklamieren, sondern das tatsächlich in unserer Praxis sein. In unserer Praxis, in unserem konkreten Verhältnis mit diesen Bewegungen. Wir haben auch einige, glaube ich, gerade in den letzten Monaten erlebt und wahrscheinlich alle noch vor Augen. Aber wir müssen es auch in dem alltäglichen Kämpfen unserer Klasse sein und werden. Wir denken, dass es wichtig ist zu sehen, dass diese Vorhutrolle auf verschiedenen Ebenen eingenommen werden muss. Wir müssen diese Vorhut nicht nur sein, indem wir ein gutes Organisationskonzept vorschlagen, auch wenn das eine anziehende Wirkung hat. Das ist zum Beispiel eine Erfahrung, die wir in den letzten Jahren teilweise gemacht haben, dass wir sozusagen das Konzept unserer Organisation, den ganzen Organisationsaufbau vorstellen und allein dieser Anspruch, dass man versucht, an verschiedenen Fronten gleichzeitig zu kämpfen, teilweise attraktiv wirkt auf bestimmte Teile unserer Klasse. Also, aha, da ist ein Konzept, das macht Sinn, das ergänzt sich gegenseitig und so weiter und so fort. Da gibt es verschiedene Entwicklungsräume. Menschen mit verschiedenen Fähigkeiten und Talenten können sich hier einbringen.
Aber das ist nicht das Einzige. Wir müssen auch politisch eine Vorhutrolle spielen. Wir müssen politisch jeweils genau bestimmen, was wird hier für ein Kampf geführt, welcher Teil des Klassenkampfes haben wir hier gerade vor uns, wo wollen wir hier genau intervenieren und wie spielen wir unsere Rolle als Kommunistin, dass wir die Bewegung einen Schritt weiterführen, dass wir den Horizont der Bewegung erweitern. Das kann die klassischen Fragen sein davon, welche Forderungen stellen wir auf, welche Losungen stellen wir auf. Das ist zum Beispiel etwas, was vielleicht bei solchen Bewegungen wie den natürlich unter bürgerlicher Führung stehenden Anti-AfD-Protesten Anfang des Jahres eine Rolle gespielt hat, wo es darum ging, natürlich das Thema des Faschismus darüber zu erweitern, dass es ein begrenztes Verständnis gibt, dass es hier nur um die AfD geht zum Beispiel. Es können andere Themen sein, zum Beispiel bei Palästina, dass man die Rolle des deutschen Staates in den Vordergrund stellt, dass man die Rolle des Imperialismus in den Vordergrund stellt und es nicht als ein isoliertes Phänomen begreift. Das würden wir sagen, sind Beispiele dafür. Es ist auch eine ideologische Aufgabe, also dass wir es schaffen müssen, unser Ziel, den Sozialismus, mit diesen Kämpfen zu verbinden. Auch wenn wir jetzt zum Beispiel 10 Jahre Erfahrung haben, würden wir sagen, dass das ein Punkt ist, in dem wir noch ziemlich schlecht sind. Oder wir das auch teilweise so auswerten, dass wir zwar einerseits unsere Massenarbeit haben und andererseits immer wieder versuchen, als kommunistische Organisation auch eine eigene direkte Massenarbeit zu machen, eigene Kundgebung zu organisieren, eigene Demonstrationen, selber Agitation und Propaganda in den Straßen machen, aber die Verbindung zwischen den beiden oft fehlt. Also das würden wir vielleicht darunter verstehen, eine Vorhutrolle einzunehmen. Und wir denken, um dauerhafte Erfolge zu erzielen, muss man einerseits konkret in den Klassenkampf intervenieren, das aber in Verbindung bringen, damit, dass wir eine dauerhafte Arbeit machen. Also die Genossinnen und Genossen oder potenziellen Genossinnen und Genossen, die wir durch solche Interventionen gewinnen, die müssen dauerhaft in den Kampf eingebunden werden, die müssen dauerhaft aktiviert werden, dauerhaft organisiert und politisiert werden. Ja, du kannst einfach direkt weitermachen, vielleicht. Vielleicht muss ich am Anfang hier nochmal sagen, dass für uns ist unsere derzeitige Aufgabe, vor allem die fortschrittlichsten Teile der Massen für uns zu gewinnen und dann die anderen breiteren Teile der Massen auf unsere Seite zu ziehen und rückschrittliche Teile zurückzudrängen. Wir begreifen Massenarbeit gerade als eine Arbeit, die dem Parteiaufbau dienen soll. Also überall, wo wir reingehen, müssen wir uns die Frage stellen, wie unsere Praxis dort ins Verhältnis zu unserem Hauptziel gesetzt werden kann. Deshalb bekommt unsere Massenarbeit halt da eine bestimmte Wesensbestimmung. Das heißt nicht, dass Massenarbeit einfach nur instrumentalisiert wird. Nein, wir gehen in gerechte Kämpfe, in gerechte Bewegungen, setzen uns ein für die Interessen der Massen. Und so. Weil in und durch die Massenarbeit wollen wir eben Kaderinnen von morgen finden und Kaderinnen ausbilden. Kaderinnen in der Massenarbeit auszubilden heißt, dass dort Fähigkeiten erlernt werden können, die man woanders nicht erlernen kann. Zum Beispiel beharrlich dranbleiben und nach ersten Misserfolgen nicht gleich den Kopf in den Sand zu stecken. Also langfristig zu denken, Lösungen für Probleme zu entwickeln, auch im Kleinen und mit Widersprüchen umgehen lernen. Natürlich auch lernen, die Sprache der Massen zu sprechen, nicht überheblich werden und einen Abgleich in der eigenen Vorstellung mit der Realität des Bewusstseins der Massen vornehmen. Aber an dieses Bewusstsein auch anknüpfen, das Bewusstsein fortschrittlich entwickeln, die richtigen Losungen zur richtigen Zeit aussprechen. Außerdem sagen wir das auch jetzt schon, das Zurücktragen von Erfahrungen in der Massenarbeit, in die Organisation, das Wickeln unserer Linie anhand der praktisch gemachten Erfahrungen auch jetzt schon in Angriff genommen werden muss, auch wenn unsere Praxis noch sehr begrenzt ist. Also da bewegt man sich im kleinen Widerspruch, aber wir dürfen den nicht auflösen von wegen, ach, wir können ja noch gar nichts verallgemeinern, wir wissen doch noch gar nichts, wie das manchmal etwas übertrieben wird. Auf der anderen Seite haben wir es mit einer sehr begrenzten Massenarbeit zu tun und genau, müssen da vorankommen. Aber unserer Meinung nach gibt es so zwei Tendenzen, wo wir vielleicht einen anderen Weg wählen würden. Das erste wäre, sich von den Massen zu isolieren und meinen, man könnte KaderInnen am Schreibtisch ausbilden. Das führt natürlich zu Realitätsferne, Überheblichkeit, Sektierertum. KaderInnen können nur im Klassenkampf ausgebildet werden. Das zweite wäre, die Massenarbeit zum jetzigen Zeitpunkt quasi als etwas Selbstgenügsames zu begreifen. Also nur Stadtteilarbeit, nur Gewerkschaftsarbeit, nur Hochschularbeit, ohne eine langfristige organisatorische Perspektive zu haben. Und das würden wir sagen, wäre Handwerklerei.
Genau, außerdem denken wir, dass das Gründen von eigenen Massenorganisationen dann passieren sollte, wenn wir schon Erfahrungen, wenn wir schon Leute, also ein Netzwerk in bestimmten Bereichen gesammelt haben. Also niemanden nützen Papiertiger-Organisationen, die gegründet werden, wenn man sich denkt, die bräuchte man ja. Aber trotzdem würde man auch sagen, okay, manchmal ist die Initiative zu behalten, auch in der Massenarbeit, ist trotzdem wichtig. Auch die Gründung von einer Massenorganisation kann die Teile der Massen in Bewegung bringen. Vielleicht zum Inhalt noch kurz. Also wir sagen, Methode und Inhalt lassen sich hier nicht trennen. Wir sagen, man muss von den Bedürfnissen der Massen ausgeben und kann die sich nicht am Schreibtisch ausdenken. Genau, um diese richtigen Inhalte zu wählen, muss man mit den Massen leben und kämpfen, sich in real existierende Bewegung hineinbegeben. Nicht weg von den Massen, sondern hin zu den Massen. Das ist unser einziger Garant für eine richtige Politik. Ich glaube, die Zeit gibt ja, dass ich hier schon aufhöre. Vielleicht können wir in der Diskussion noch ein bisschen mehr um konkrete Inhalte reden und so. Wir sind auf jeden Fall gerade ganz gut in der Zeit. Das heißt, ihr habt auf jeden Fall gleich noch Zeit zu diskutieren miteinander. Genau, da würde ich erstmal Jamal vielleicht bitten, noch weiterzumachen mit seinem ersten Beitrag und dann könnt ihr miteinander sprechen. Ja, super. Also ich glaube, bevor wir darüber sprechen können, wie erreichen wir die Klasse, brauchen wir erstmal so eine Bestandsaufnahme, was ist unser Verhältnis zu ihr jetzt? Ich glaube, da können wir direkt sagen, das fällt bei uns relativ katastrophal aus. Also diese Bestandsaufnahme, wir würden sagen, der durchschnittliche Eindruck der Bevölkerung, so auch unsere Erfahrung, wenn man mit den Leuten im Kiez, unseren Freunden, unseren Kollegen ins Gespräch kommt, ist eher, die Linken hassen uns entweder, die sind immer da, wenn man uns moralisch belehren kann, wenn man mit dem Finger auf jemanden zeigen kann, oder selbst wenn man eine positivere Assoziation hat, gibt es Tendenz zu denken, ja, die sagen schöne Sachen, aber die sind halt Quatscher. Immer wenn es konkret irgendwie rangeht, dann sind die Linken nie da gewesen. Oder auch Leute aus dem Kiez, die halt sagen, die Linken irgendwie, die kommen manchmal hier bei uns an, dann stottern die rum, wissen gar nicht, wie man mit uns reden kann, die sind irgendwie der Klasse fremd. Wir würden sagen, diese Momente dominieren derzeit das Verhältnis von, wie nehmen die Leute die gesellschaftliche Linke wahr. Und wie schon gesagt, das ist ein katastrophaler Zustand und es kommt fast einer politischen Bankrotterklärung unserer Seite oder unserer politischen Seite zu. Deswegen müssen wir stets fragen, wenn wir Angebote aufbauen, wenn wir unsere Praxis entwickeln, wie kommen wir da raus? Wie kommen wir aus diesem Zustand heraus und wie reproduzieren wir ihn nicht? Und wir finden es sehr essentiell, dass man dabei ans Konkrete anknüpft. Also sich orientiert an den tatsächlichen Noten und Bedürfnissen der Klasse und eine entsprechende Praxis entwickelt. Denn nur so, indem wir den Leuten auch tatsächlich etwas bieten und aufzeigen, inwiefern wir gemeinsam stärker sind, werden unsere großen Ziele auch überhaupt erst glaubwürdig. Denn von sozialistischer Revolution und Parteiaufbau muss ich eigentlich niemandem erzählen, der grundsätzlich nicht mehr an Kollektivität glaubt, der nicht mehr an die Veränderbarkeit seiner unmittelbaren Lebensrealität glaubt. Und es geht uns eben darum, auch in der Massenarbeit, in der Basisarbeit, im ganz kleinen Stück für Stück diese Hoffnung, diese Momente der Kollektivität wiederherzustellen und in einen gezielten Kampf zu lenken. Also ich gebe so ein paar konkrete Praxisbeispiele. Einmal für den Punkt, wie nehmen uns die Linken wahr? Wir haben ein Sportangebot in Neukölln von der Roten Lilly. Da kam eine Frau aus dem Kiez, hat mitgemacht, hat sich voll gefreut und sogar, was macht ihr denn noch so hier? Hat sich mal das Programm durchgelesen und meinte so, seid ihr Linke? Hat sie dann gefragt. Für uns, ja, sind wir, sind Kommunisten. Die war völlig verwirrt und hat gesagt, ja, aber ihr habt mich doch noch gar nicht belehrt und eure Angebote orientieren sich tatsächlich an dem, was ich brauche. Das hat für sie grundsätzlich geclasht mit einem Bild, was Linke machen. Und ich glaube, das muss man schon ernst nehmen. Und gleichzeitig haben wir auch positive Erfahrungen in eine andere Richtung. Also zum Beispiel suchte vor 2 Jahren ein somalischer Frauenverein im Wedding Räumlichkeiten, um Arbeit zu machen. Die Genossen im Wedding haben natürlich gesagt, ey, da sind wir bereit, nutzt die Läden, es ist ein Laden des Kiezes. Und so ist es auch dazu gekommen, dass solche Genossen dann Vertrauen aufbauen und auch wenn wir zum revolutionären 1. Mai hingehen, die auch sich anschließen, was sonst eher nicht der Fall war. Weil man konkret in der Praxis Erfahrung gemacht hat, Vertrauen aufgebaut hat und so auch eine Akzeptanz, eine Wertschätzung von linker Politik entwickelt. Natürlich können wir schnell dazu kommen zu fragen, okay, sind wir jetzt einfach so ein bisschen die roten Sozialarbeiter hier? Versucht ihr jetzt mit den Sozialangeboten des Staates einfach in Konkurrenz zu gehen? Deswegen vielleicht so ein paar kurze Takte. Was unterscheidet denn unser politisches Konzept zu so einer Art von Charity-Arbeit? Oder vielleicht lieber an einem späteren Punkt, oder? Du hast noch 30 Sekunden.
Okay. Also erstmal finden wir wichtig, dass es mit einer Geisteshaltung aufgebaut ist, dass wir den Leuten nicht einfach etwas geben als Dienstleister, sondern immer das mit einer Selbstaktivierung der Leute verbinden. Also sagen, wir kämpfen gemeinsam für etwas. Eine Genossin von der Landlosenbewegung aus Brasilien, mit der wir einen Austausch hatten, hat gesagt, Solidarität ist zu teilen, was man nicht hat. Das heißt, einen gemeinsamen Kampf dafür zu führen. Das ist unser Verständnis von Basisarbeit und Solidarität in der Klasse. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass die Rolle eines Ladens für uns ein großer Charakterwechsel war, weil die Leute vielleicht an einem sozialarbeiterischen Projekt waren und dann auch übergegangen sind zu politischen Projekten und Bildung. Ich glaube, ich hätte noch ein paar Punkte, aber ich lasse es jetzt zeittechnisch erstmal sein. Okay, vielen Dank. Dann haben wir jetzt immer ja die ersten Beiträge von euch gehört und wir haben auch, glaube ich, schon gehört, dass ihr noch ganz viel euch gegenseitig zu sagen habt. Dafür geben wir euch auf jeden Fall jetzt auch nochmal die Gelegenheit. Genau. Aber ich würde erstmal mit einem der anderen beiden Genossen weitermachen, damit ihr so ein bisschen ins Diskutieren kommt vielleicht. Ich weiß nicht. Ja, dann gerne. Ja, ich wollte ein paar Punkte aufgreifen, die beide genannt haben. Zunächst, was du, ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe, sonst musst du mich gleich korrigieren, gesagt hattest, dass ihr es wichtig findet, dass ihr keine Papiertiger gründet. Vielleicht war das nicht als Kritik an uns gemeint oder so. Aber ich habe mich dadurch spontan angesprochen gefühlt, weil ich glaube, dass in unserer Geschichte die Massenorganisation, die wir als erstes gebildet haben, kann man aus heutiger Sicht durchaus als Papiertiger bezeichnen. Es war vor allem eine Situation, wo wir, ehrlich gesagt, ein paar Experimente gemacht hatten als Organisation, damit auch teilweise sehr heftig auf die Schnauze geflogen waren und wieder aufgestanden sind und gesagt haben, das Ziel bleibt richtig, also das Ziel Massenorganisation, diese Verbindung, die hatten wir ja schon in unseren Gründungsdokumenten benannt. Und dann haben wir es eben nochmal versucht und beim zweiten Mal auf Grundlage der Erfahrung vom ersten Mal sind wir etwas erfolgreicher gewesen. Trotzdem glaube ich, dass dieser Schritt an sich einfach extrem wichtig war, auch wenn das ganze Konzept noch ziemlich unklar war auf verschiedenen Ebenen, weil das uns überhaupt, also diesen Anspruch, sich selbst zu setzen, was hauptsächlich vielleicht in der Gründung der Organisation erstmal bestand, der Ausgangspunkt davon war, dass wir uns da eben in diese Arbeit reinbegeben haben, da reingeworfen haben. Und ja, heute zum Beispiel, was du gesagt hast, die ganzen, so ein bisschen überspitzt, die ganzen typischen Schwächen der Linken, wie sie ein schlechtes Verhältnis zu unserer Klasse haben. Also ich würde das jetzt für uns nicht unbedingt so formulieren, aber natürlich gibt es diese Schwächen auch bei uns. Das ist ja klar, dass wir nicht außerhalb unserer Bewegung stehen, aber die Genossinnen und Genossen, die sich am sichersten in dieser Arbeit fühlen, sind, glaube ich, vor allem die Genossinnen und Genossen, die sich schon am längsten oder am intensivsten gemacht haben. Also ich glaube, gerade in der Massenarbeit, das ist an sich etwas sehr, sehr Heilsames, was man vor allem, also heilsam gegenüber den typischen Schwächen, gegenüber dem Sektierertum, gegenüber dem sich in sich selbst abschließen und so weiter. Also da würde ich sagen, es ist vor allem sehr wichtig anzufangen und dann die Erfahrungen immer wieder auszuwerten und anzupassen. Ja, vielleicht. Also ich habe ja auch erwähnt, dass die Gründung von Massenorganismen, dass das Initiative in die Massenarbeit reinzubringen und nicht einfach irgendwie, ach, mal gucken, was die machen, vielleicht kann man sich da anschließen, dass das ein wichtiges Moment ist. Und das will ich auch, euch auch gar nicht absprechen, dass ihr durch die Gründung von gewissen Massenorganismen, keine Ahnung, die Initiative denen, gegeben habt, okay, wir gehen zu den Massen, wir machen Massenarbeit, wir organisieren die Massen. Genau, trotzdem gibt es ja in der kommunistischen Bewegung, bei kommunistischen Aufbauorganisationen da durchaus die Tendenz, die du erwähnt hast, mal so von wegen Luftschlösser aufbauen. Und was steht eigentlich dahinter? Steht dahinter wirklich eine solide Massenarbeit? Und ich glaube, da muss man glaubwürdig sein und genau, das ist vor allem erstmal daran beharrlich, Arbeit zu entwickeln. Das ist die Hauptsache. So. Aber vielleicht stehen wir da auch nicht groß im Widerspruch zu. Genau, ich fand auch sehr, sehr spannend, was der Genosse Jamal zur Massenarbeit gesagt hat. Ich würde sagen, das deckt sich mit unserem Verständnis davon, wie man zu den Massen gehen sollte, wie man gemeinsam Kämpfe führen sollte. Was ich aber ein bisschen jetzt auch vermisst habe, das wiederum ins Verhältnis zu setzen, wie, was soll denn, also die langfristige Perspektive des Aufbaus einer revolutionären Organisation. Weil wir würden sagen, okay, das eine lässt sich ohne, also Massenarbeit ohne diesen Aufbauprozess auch anzugehen, geht schnell dahin, okay, wir machen hier ein Massenarbeitprojekt und stecken da super viel Zeit rein, sind auch vielleicht teilweise erfolgreich, irgendwann schläft das Ding wieder ein und was gewinnen wir da langfristig drauf? Das würde mich nochmal interessieren, wie ist denn das Verhältnis vielleicht gedacht zur organisatorischen Aufbauarbeit? Genau, auch würde mich interessieren,
Man kennt ja oft so Gegenmacht aufbauen, Stadtteilarbeit. Was für Anknüpfungspunkte habt ihr da? Vielleicht was für Vorbilder? So, manchmal ist das so unkonkret, vielleicht könnt ihr das ein bisschen konkreter machen. Vielen Dank erstmal für die Fragen. Das passt sehr gut eigentlich rein in das, was wir auch sagen wollten. Ich würde nur kurz eine Sache, die ich gesagt habe, korrigieren oder klar machen. Bei der Bestandsaufnahme der gesellschaftlichen Linken wollen wir uns auch immer dazuzählen. Also wir wollen ganz klar machen, wir sprechen nicht nur über andere und wir haben hier so eine spöttische Kritik, sondern eigentlich meinen wir uns, wenn wir das sagen, uns und unsere eigene Vergangenheit und auch sicherlich auch noch Kontinuität selber damit. Das wollte ich nur klar gemacht haben. Wir sitzen nicht hin und reden nur über die anderen, was sie dann schlecht machen, sondern wir sehen es auch auf uns bezogen. Zu den Fragen des Genossen, also einmal das Verhältnis von Basisarbeit und gezieltem Organisationsaufbau und konkret die Frage, was ist denn der Nutzen der Basisarbeit für die Entwicklung als kommunistische Organisation? Da würden wir viele Momente der Zustimmung haben, aber tendenziell eine größere auch Wert, man könnte sagen, Tendenz des Selbstzweckes auch der Basisarbeit zuschreiben. Ich gehe konkret darauf ein. Wir denken, dass der Aufbau von Infrastruktur, der zum Beispiel in Teilen realisiert wird durch unsere Läden, der Aufbau von Infrastruktur als antagonistische Kräfte für uns eine strategische Bestimmung ist. Uns ermöglicht überhaupt die Verschränkung von politischen Kampffeldern. Wenn Genossen aus der Widerstandsbewegung einen Ort suchen, um Veranstaltungen zu machen und zu plenieren, dann geht es auch in dem Stadtteilladen. Und so kommen Momente, wo die Leute aus der Stadtteilarbeit und aus der Widerstandsbewegung, wo die da an den verschiedenen Arbeitsfeldern arbeiten, kommen zusammen, lernen sich kennen, können den Kampf konkret zusammenführen. Gleichzeitig sind wir der Auffassung, dass der Parteiaufbau nicht in einem luftleeren Raum gelingen kann, sondern eingebettet sein muss in ein breiteres Umfeld. Dieser stetige Kontakt mit der Basis zwingt einen als Organisation dazu, auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben und lässt einen immer wieder auf die noch existierenden Mängel stößen. Das heißt, die Basisarbeit ist für uns, auch in der Entwicklung der Organisation, als Entwicklung hin zu einer Aufbauorganisation, stets ein politisches Korrektiv, stärkt unsere Reflexionsfähigkeit und schützt uns vor einer Art Betriebsblindheit, die sehr schnell passiert, wenn man immer nur als Kommunisten mit Kommunisten arbeitet. Gleichzeitig steckt darin aber auch eine strategische Bestimmung im Verhältnis zu unserem Konzept vom Kadersein und Kaderentwicklung. Wir denken, dass die Verpflichtung zur Basisarbeit so eine sogenannte Phrasendrescher von uns fernhält. Also durchaus eine Tendenz, auch generell in der Linken, auch in der deutschen Linken, Leute, die Politik machen, um große Reden zu schwingen, vielleicht auch in einer Bar dann noch nach ein paar Bier und da so auf großen Macker zu machen. Und da muss man einfach sagen, nach dreimal Zwiebeln schneiden für 4 Stunden für die Kiezkantine sind diese Leute weg, weil man sich in diesem Moment nicht selbst inszenieren kann, sondern real und bodenständige Kleinarbeit macht. Gleichzeitig sind wir aber auch der Meinung, dass Kader, und das ist essentiell, gesellschaftsfähige Politik machen müssen. Das heißt, Widersprüche zu lernen, Widersprüche in der Politik auszuhalten und die komplexen strategischen Gedanken auf Alltagsebenen verständlich runterzubrechen. Und eben das lernt man in der kleinteiligen Basisarbeit. Das heißt, ja, die Basisarbeit, die Arbeit in unseren Vorfeldstrukturen in der Stadtteilarbeit dient der Kaderbildung und dem Parteiaufbau, aber in einem breiteren Sinne, würden wir sagen, als teils in euren Redebeiträgen angeklungen. Ich hätte sonst auch noch eine Rückfrage oder... Okay, ich wollte auf den Punkt eingehen, gar nicht, um jetzt irgendwie eine Lücke zu finden, auf die ich eingehen kann, sondern weil es uns ehrlich interessiert und wir auch die Kritiken ernst nehmen müssen. Es wird ja öfter von dieser Tendenz der Handwerklerei gesprochen, die sich auch in unserer Arbeit ausdrückt. Die Genossen der Roten Jugendbewegung finden da eher den Begriff Lokalfetischismus für. Ich würde einmal nach so einer Definition fragen, was ist das eigentlich eurer Meinung nach und ab welchem Moment, ab welcher Quantität und Qualität würdet ihr sagen, trifft das auf eine Praxis zu? Es trifft dann zu, wenn man die Aufbauarbeit sozusagen vernachlässigt und die Massenarbeit so in den Vordergrund rückt und die zur hauptsächlichen Arbeit macht, so um ihrer selbst willen sozusagen. Wenn man denkt, okay, die Massenarbeit alleine sorgt schon dafür, dass wir der Rekonstruktion einer kommunistischen Partei näher kommen. Und wenn wir sagen, nein, heute ist die Aufgabe, die fortschrittlichsten Teile der Massen zu gewinnen und das auch in der Massenarbeit da fortschrittliche Leute zu gewinnen, aber durch die Massenarbeit auch Kader auszubilden, wie du es auch schön gesagt hast. Und wenn das sozusagen verloren geht, dann betreibt man, glaube ich, Kleinstarbeit, die nicht zielführend ist. Und das mit dem Lokalfetischismus ist nochmal eine andere Frage für mich. Also da wäre ich vielleicht auch später noch drauf gekommen. Aber da würde ich sagen, naja, auch wenn man gerade noch in einer Stadt schwach ist, wenn man noch nicht... was weiß ich, noch nicht mal 1% der Leute organisiert hat oder wie auch immer, heißt das doch nicht, man muss nur auf seinen
kann ich über seinen Tellerrand hinausschauen. So, gerade dann ist man doch in einer Position, wo man sich die Hilfe von Freunden und Genossinnen aus anderen Städten dazu zuholt, gemeinsam nicht einfach die gleichen Fehler macht und so voneinander lernt, sich den Rücken stärkt. Also gerade da würden wir sagen, ist die in der Schwäche ist die Beschränktheit auf lokale Arbeit die falsche Antwort. Dann würden wir nochmal den Kollegen aus der Mitte nehmen. Ja, ich würde mir jetzt nicht diesen Begriff des Lokalfetischismus unbedingt zu eigen machen, aber ich wollte sowieso zu einer wahrscheinlich damit verbundenen Frage auch was sagen, von dem, was du vorgestellt hast, weil wir relativ knapp hier reden, was auch, glaube ich, grundsätzlich gut ist für die Dynamik, lasse ich jetzt mal die ganzen Punkte, die wir, glaube ich, ähnlich sehen oder wo wir vielleicht von euch auch lernen können und so weiter, eher weg. Aber ich glaube, das grundsätzliche Verständnis, wie entsteht die Partei, das ist ja etwas, was wir hier alle teilen, geht da doch, so wie ich dich jetzt verstanden habe, relativ stark auseinander. Also gerade wenn du sagst, wir müssen gar nicht von Parteiaufbau reden, bis wir diese 0,01% in Berlin organisiert haben, also 4.000 Leute. Ich denke, das ist tatsächlich eine sehr, sehr hohe Zahl, eine sehr, sehr hohe Messlatte, ab der man anfängt, sich darüber Gedanken zu machen, wie man bundesweite Strukturen schafft. Ich glaube, das große Problem ist hierbei, dass wir uns anschauen müssen, wie historisch kommunistische Parteien, die erfolgreich waren, denn entstanden sind. Und sie sind tatsächlich sehr oft, denke ich, als das, was vielleicht einige auf dem Podium hier jetzt als Luftschlösser bezeichnen würden, entstanden in der ersten Phase. Ich glaube, dass das sehr massive Probleme mit sich bringt, wenn man an dieser Orientierung zu einseitig festklebt. Auch wenn wir genauso teilen, ja, wir müssen von Anfang an Massenarbeit machen. Das Entscheidende beim Aufbau einer Partei werden unserer Meinung nach die Kaderinnen sein. Und nochmal als Teil davon, nicht als die gesamte Summe, die Berufsrevolutionärin, der berufsrevolutionäre Kern. Ich denke, wenn wir uns die Geschichte anschauen und selbst wenn wir uns die Entwicklung in Deutschland anschauen, auch vielleicht in den letzten Jahren, dann sehen wir vor allem, dass sich die revolutionäre Bewegung nicht einfach gleichmäßig entwickelt, sondern sprunghaft. Dass es immer wieder Sprünge in der Entwicklung gibt. Und wir werden mit diesen Sprüngen nur umgehen können, auch Sprünge in der Klassenkampfsituation, wenn wir eine entsprechende Struktur aufbauen. Das ist, glaube ich, der Punkt, wo die revolutionäre Bewegung insgesamt noch dran arbeitet. Also das müssen wir als Bewegung überspringen, diese Hürde. Aber das ist eine Voraussetzung dafür, dass wir mit den Entwicklungen, die ja vor unserer Nase stattfinden. Also wir alle sprechen wahrscheinlich davon, haben wir jetzt noch nicht diskutiert, aber wir alle sehen ja, dass es ganz konkrete Kriegsvorbereitungen gibt, dass zum Beispiel die Wehrpflicht wieder eingeführt wird. Ja, macht das die Bourgeoisie denn aus Spaß, weil sie die Jugend ein bisschen stressen will? Nein, weil sie Kanonenfutter brauchen und weil sie eine konkrete Einschätzung davon haben, dass sie das in den nächsten Jahren brauchen könnten. Was brauchen wir für eine Struktur dafür? Also ganz viele Elemente davon, einen illegal organisierten Kern, der einer solchen Struktur Stabilität verleiht, wenn irgendwo die Verbindungen zu den Massen gekappt werden, was eine Repressionsmethode ja in anderen Ländern ist, diese Strukturen wieder aufzubauen, diese Verbindungen wieder aufzunehmen. Dafür brauchen wir einen Kern, den wir niemals auf einer lokalen Ebene entwickeln können. Auch letztendlich militärische Strukturen werden wir nicht auf dieser Ebene entwickeln können. Das sehe ich da als großes Problem und auch wenn man das jetzt vielleicht als Luftschlossdiskussion sehen kann, selbst für uns ist das, was sehr wichtig ist in unserer Entwicklung, dass wir gleichzeitig den Anspruch haben, eine Arbeit in verschiedenen Städten zu entwickeln. Das ermöglicht, Erfahrungen auszutauschen, gleichzeitig vielfältige Erfahrungen zu machen, Und auch ist es ein Mittel letztendlich zur Kaderinnenentwicklung, also den Horizont von Genossinnen immer wieder ganz gezielt aufzubrechen, sie vor neue Herausforderungen zu stellen und auch eine einheitliche Organisationskultur zu schaffen. Das sehe ich auch als eine zusätzliche Herausforderung bei dem Konzept Zirkel zusammenzuschließen. Das hat es ja immer wieder gegeben. Die bilden aber, wenn sie rein lokal sich entwickeln, natürlich eine sehr eigene Kultur aus, die halt sehr schwer ist, dann auf Dauer zusammenzuhalten. Sorry. Dann bist du nochmal dran. Vielen Dank. Bevor du sprichst, hätte das zuerst sagen sollen. Ich würde jetzt zu dieser Frage vielleicht euch noch so zwei Leute, dich vielleicht, kannst du auch nochmal sprechen. Und dann würde ich nochmal zu unserer anderen Frage kommen, damit wir genau die auch noch schaffen. Ja. Also es sind noch viele Fragen. Also ich will ganz kurz stichpunktartig noch auf vergangene Fragen von dir eingehen. Also zur Frage, der Begriff Gegenmacht, der wird irgendwie jetzt breiter benutzt, nie richtig klar definiert. Nur ein bisschen schlagwortartig zu, was sind denn unsere Quellen dafür, was sind unsere Inspirationspunkte, weil man kann den ganzen Spaß ja durchaus auch liberal wenden in so
vom Stadtteil und dann auf einmal sind wir in der sozialistischen Revolution. Unsere Bezugspunkte in Starker ist zum Beispiel Devyol, eine revolutionäre türkische Organisation, die vor allem in den 80ern mit ihrem Konzept der Widerstandskomitees eine sehr interessante Form der Organisierung entwickelt hat. Dort haben sie auch entwickelt, was für eine Doppelcharakter Gegenmacht hat. Das ist leider jetzt nicht die Zeit, da weiter drauf einzugehen. Eine andere Inspiration sind zum Beispiel die Roten Brigaden mit ihrem Konzept der proletarischen Gegenmacht. Auch wenn das durchaus unterschiedliche Organisationen mit unterschiedlichen Ansätzen sind, lernen wir von beiden was. Aber auch zum Beispiel Lotta Continua, der italienischen Organisation und ihren Stadtteilkomitees. Das wollte ich nur so zu unseren Bezugspunkten sagen. Du hattest den Punkt gemacht, dass es die Tendenz gibt, jüngere Strukturen so ein bisschen im Stich zu lassen. Und ich will das sehr ernst nehmen, was du sagst, weil unsere Ruhe in der Herangehensweise an den Parteiaufbau entspringt eigentlich einer Demut. Dass wir nicht denken, dass wir eine starke Organisation sind, dass wir denken, dass wir ganz am Anfang sind. Es gibt die Tendenz aus dieser Demut heraus, aber die notwendigen Aufgaben, die es zu gehen gilt, zu vernachlässigen. Zum Beispiel junge Strukturen, die eigentlich Hilfe bräuchten und die danach suchen, einfach im Stich zu lassen. Wir denken, dass unsere Arbeit in der Hinsicht tatsächlich noch sehr unterentwickelt ist. Wir wollen das ernst nehmen und sicherlich in der Frage des Austausches, im gegenseitigen Lernen müssen wir noch viel weiter unsere Praxis entwickeln. Wir haben so ein bisschen eine Tendenz, das in eins zu werfen. Wir gehen derzeit keine organisatorischen Schritte bundesweit, aber man muss sich doch kennen, man muss voneinander lernen, man muss sich vertrauen, auch jetzt schon bundesweit, da habt ihr sehr recht. Das heißt, die Kritik würden wir ernst nehmen und müssen wir dran arbeiten. Dann einen anderen Punkt, den du gemacht hast, und ich glaube, ist auch gut, weil da habe ich mich nicht deutlich ausgedrückt. Ich hatte gesagt, man muss niemanden von sozialistischer Revolution und Parteiaufbau erzählen im Stadtteil, in der konkreten Arbeit als Stadtteilkomitee. Wir haben aber auch ja unterschiedliche Organisationsstufen und in diesen unterschiedlichen Organisationsstufen haben wir auch verschiedene Inhalte, die wir klar setzen. Wir denken, im Stadtteilkomitee sollte die Frage Parteiaufbau nicht die zentrale Frage sein, aber das Stadtteilkomitee ist ja aber auch eine Vorfeldstruktur von uns als Bund der Kommunisten, als Kernstruktur, und da denken wir, sind die Fragen Klarheit schaffen über die Notwendigkeit einer militanten Kaderstruktur, über die Notwendigkeit des gezielten Parteiaufbaus, das sind die Themen, die wir da verhandeln. Wir finden es halt wichtig, dass wir diese Themen aber mit Leuten verhandeln, die sich nicht zu schade sind, in der kleinteiligen Arbeit aktiv zu sein. Deswegen, ich hatte das ein bisschen verabsolutierend dargestellt. Wir machen einfach nur die Basisarbeit. Nein, es sind zwei Momente, die sich gegenseitig ergänzen. Und das finden wir auch wichtig so. Und das hängt auch damit zusammen, wir denken halt, die Stärke der Stadtteilkomitees liegt darin, dass sie beim Konkreten anknüpfen, dass die Einheit dabei nicht über ideologische Punkte hergestellt wird, sondern über praktische Solidarität im Kiez durch das Handeln der Menschen und nicht durch ihre Gedanken. Aber darin, wo ihre Stärke liegt, liegt auch ihre Begrenztheit. Man kann in so einem offenen Rahmen aus verschiedenen Gründen, unter anderem aus Sicherheitsgründen, nicht alles ausdiskutieren. Das heißt, da würden wir sagen, es gibt einfach Fragen, die wir nicht in der Basisarbeit klären, sondern dafür gibt es ja uns als kommunistische Kernstruktur. Darin sehen wir auch den Zweck. Ich fand es spannend, was du gesagt hast, vor allem mit dem, durch eine demütige Haltung kann man auch sozusagen zu einem, die kann man auch übertreiben. Natürlich, wir wollen uns auf Augenhöhe begegnen, niemand soll sozusagen von oben herab an die andere Organisation rantreten, weil man kann sich auch gegenseitig irgendwie, die andere Organisation lobt man in den Himmel und sich selber stellt man ganz klein dar. Das kann auch zu Fehlern führen. Und ich würde sagen, wenn das dahin kommt, dass man sagt, wir müssen noch und müssen noch und müssen noch und müssen noch, dann das würde ich scharf kritisieren. Weil eigentlich ist für mich der Schluss aus der Schwäche sozusagen in die Zusammenarbeit gehen. Und ich würde auch den Punkt von dem Genossen vom KA stark machen, dass die bundesweite Arbeit, also dass auch da werden Karten geschmiedet, auch da lernen wir Strukturen zu schaffen, die wir natürlich brauchen. So. Auch da lernen wir die Partei aufzubauen. So. Genau, deshalb. Ich finde das mit der Demut auch interessant, weil ich glaube, das ist etwas, was auch in unserer Organisationsentwicklung eine bestimmte Rolle gespielt hat. Vielleicht gibt es hier auch nicht nur ein richtig oder falsch, vielleicht spielt sowas als Entwicklungsmoment in der Entwicklung einer Organisation zu unterschiedlichen Zeitpunkten eine unterschiedliche Rolle.
Aber wir zum Beispiel werten unsere eigene Entwicklung, die wir aber schon auch in Verbindung zu der aktuellen Klassenkampfsituation so sehen, momentan so aus, dass wir eigentlich sagen, wir sind vor allem zu demütig in einem gewissen Sinne. Damit meine ich nicht, dass wir arrogant werden sollen oder dass wir sagen sollen, wir sind die einzigen ernstzunehmenden Revolutionäre in Deutschland. Die Frage ist aber, Demut im Sinne von, wir machen uns klein, wir sagen, wir schaffen das alles nicht, wir sind noch ganz am Anfang, wenn wir das die ganze Zeit betonen, die Frage ist doch, ob wir die Klasse, die Arbeiterinnenklasse damit ansprechen, also die fortschrittlichsten Teile, die per klassischer Definition zur Partei vereinigt werden müssen. Unsere Erfahrung in der Massenarbeit, was wie gesagt vielleicht jetzt nicht unbedingt die Tiefe in einem einzelnen Stadtteil erreicht wie bei euch, das weiß ich nicht, aber die zumindest in sehr vielen verschiedenen Städten in Deutschland in Ansätzen gemacht wird, ist, dass wir immer wieder Teilen unserer Klasse begegnen, die natürlich darüber diskutieren wollen, wie wir dieses System umstürzen. Die darüber diskutieren wollen, wie wir den nächsten Krieg verhindern oder wie wir diesen Krieg erfolgreich in einen Bürgerkrieg verwandeln, um die Menschheit vom Kapitalismus zu befreien. Vielleicht nicht unbedingt in dieser Form, vielleicht nicht in einer theoretisch ausgearbeiteten Form, wie wir das in unseren Texten machen, aber wir erleben das immer wieder. Das, was ja momentan vielleicht eher die dominante Tendenz in unserer Klasse ist, das müsste man weiter untersuchen, also auch wir sind da, haben da nur begrenzte Einblicke, ist doch, dass die Leute sehen, wie die Welt durch den Kapitalismus vor die Hunde geht, dass sie auch sehen, dass das, was Deutschland jahrelang ausgezeichnet hat, man kann hier relativ in Ruhe leben, dass das aufbricht. Und hier müssen wir doch intervenieren. Und da müssen wir mit einem bestimmten Selbstbewusstsein intervenieren. Auch wenn sich das verrückt anhört, vielleicht vor allem für uns selbst verrückt anhört. Und wir machen immer wieder die Erfahrung, naja, für die Menschen, die wir auf der Straße gewinnen wollen, hört sich das oftmals weniger verrückt an, als wir denken. Also 5 Minuten haben wir noch. Wenn jetzt noch mal jemand was sagen möchte, geht das? Ansonsten können wir aber auch das nutzen, um überzugehen vielleicht zur nächsten Frage. Dann hätten wir am Ende noch ein bisschen Zeit für irgendwie Fragen aus dem Publikum. Gut, dann machen wir das doch. Haben wir mich jetzt gut, ja, ne? Dann gehen wir noch mal über zu unserer nächsten Frage. Wir haben nämlich noch eine zweite Frage mitgebracht, die wir gerne diskutieren würden. Und zwar ja zu bestimmten Zeitpunkten, wie zum Beispiel bei der LLL, Liebknecht-Lenin-Luxemburg-Demonstration oder anderen Formen, also dieses Jahr, oder quasi auch bei anderen Formen von zum Beispiel Repressionen, lässt sich ja immer wieder eine gewisse Grundsolidarität in der revolutionären Bewegung beobachten. Faktisch agieren ja aber die meisten Gruppen eher noch stark für sich. Wir wollen deshalb fragen, welche Rolle können denn eurer Meinung nach Solidarität und Bündnisarbeit spielen, um die Bewegung zu stärken? Vielleicht das Thema Bündnisse kam ja gerade irgendwie auch schon etwas zur Sprache. Also wir würden da vielleicht erstmal eine Unterscheidung machen zwischen einer breiten Klassenfront und einem Bündnis zwischen revolutionären kommunistischen Organisationen, die auch das Ziel des Parteiaufbaus, der sozialistischen Revolution, der Diktatur des Proletariats und so weiter vertreten. Also da würden wir einen Unterschied ziehen. Das eine wäre, irgendwie möglichst viele Menschen für einen gerechten Kampf zusammenführen, gemeinsam von der zahlenmäßigen Stärke zu profitieren. Mit den meisten Kräften werden wir sicher nicht gemeinsam die revolutionäre Partei aufbauen. Das zweite, da gibt es Bündnisse zwischen kommunistischen Organisationen, die sich sehr ähnliche Aufgaben stellen wie wir, wo wir sagen würden, hier ist die Sache schon die, dass man für die Erhöhung der Einheit der KommunistInnen zusammenkommt und diese Form von Bündnisarbeit in direkter Weise auch mit dem Parteiaufbau verknüpft. Das heißt nicht, dass wir mit allen, die sich als KommunistInnen verstehen, auf diese Art zusammenarbeiten müssen, sondern vor allem mit denen, die real versuchen, den Klassenkampf voranzubringen, sich in Kämpfe stürzen und ein aktiver Teil der Bewegung sind. Aber auch nur durch die gemeinsame Praxis mit Organisationen, würde ich sagen, durch das Kennenlernen in der Praxis kann man wirklich auch erkennen, okay, sind das nur leere Worte oder stimmen Worte und Taten überein? So. Also ist das auch ein richtiges Korrektiv für den Blick auf die kommunistische Bewegung. Und der wichtigste Zweck der Bündnisarbeit wäre natürlich das Voneinanderlernen. Also man sollte hier nicht überheblich, nicht zu selbstgewiss, sondern realistisch mit seinen Stärken und Schwächen in solch eine Arbeit hineingehen. Also wir haben in vielen Bereichen Schwächen, machen andauernd Fehler und das ist okay, solange wir sie erkennen und berichtigen. Also das sollte auch ein Leitgedanke in der Bündnisarbeit sein. Und das richtige Verhältnis von Frontarbeit, Bündnisarbeit und Aufbauarbeit müssen wir erst noch finden. Wir denken aber richtig ins Verhältnis gesetzt, sind Bündnisse zwischen revolutionären Organisationen einen Schritt vorwärts auf dem Weg zur kommunistischen Partei. Man kann die Sache natürlich auch falsch betreiben, indem man sich nur Bündnisse macht,
den Aufbau eigener organisatorischer Strukturen völlig vernachlässigt. Das führt langfristig zu nichts. Genau. Andererseits habe ich vorhin schon betont, ist auch im Aufbauprozess für uns ist es wichtig, dass ernsthafte Revolutionäre zusammenkommen. Wir müssen nicht die gleichen Fehler wiederholen. Und in der Roten Jugendbewegung gab es sehr viele positive Erfahrungen, was diese Sache der Aufbauhilfe, der Konsolidierung von lokalen Organisationen, der gegenseitigen Hilfestellung und Zusammenarbeit betrifft. Also Zusammenarbeit und Hilfe sollten also nicht erst passieren, wenn sich eine perfekte Organisation gebildet hat, sondern jetzt. Bei schon bestehenden größeren Zusammenhang müssen wir natürlich auch anerkennen, dass es auf lange Sicht wahrscheinlich unterschiedliche Organisationen gibt, denen man nicht abstreiten kann, dass sie die revolutionäre Sache ernst meinen und eine Bereicherung für die Bewegung darstellen. Die Widersprüche anzugehen braucht auch Zeit. Es braucht natürlich ideologischen Kampf zwischen diesen Organisationen. Wir müssen auch besser darin werden, den ideologischen Kampf und das Finden einer Linie innerhalb unseres Teils der Roten Jugend zu organisieren und auch nach außen zu tragen. Also das gibt es natürlich und wir haben eine Einheit in sehr vielen Punkten, aber es ist nicht ist weit weg von perfekt und Außenstehende bekommen davon oft sehr wenig mit. Aber wir haben diesen Widerspruch, dass wir einerseits verschiedene revolutionäre Organisationen die Berechtigung nicht absprechen wollen und andererseits die Zersplitterung unter Kommunisten aufheben wollen. Weil wir sind der Meinung, das muss zusammengedacht werden. Nur wenn wir die anderen Organisationen respektieren, bekommen wir eine Grundlage für eine mögliche Einheit hin. Und zur Solidarität würde ich dann vielleicht in der Diskussion noch was beitragen. Super. Dann kannst du vielleicht erstmal weitermachen, Jamal. Also vielen Dank für die Frage. Wir denken es auch, es ist eine zentrale Frage, wollen aber da sehr ehrlich sein in diesem Punkt. Wir haben wenig Konkretes zu sagen zur Frage der Bündnispolitik, einfach weil wir keine systematisierbare Erfahrung in diesem Bereich derzeit haben und auch noch keine stichfeste Unterscheidung erarbeitet haben von verschiedenen Arten der Bündnisse und wie wir deren strategische Rolle einschätzen. Das wollen wir einfach ganz offen sagen. Deswegen ist hier für uns eher der Moment, von den anderen Genossinnen zu lernen. Wir wollen aber auf so ein paar Grundsätze der Solidarität und dem zwischenorganisatorischen Umgang eingehen. Also wir wollen ganz klar den Grundsatz aussprechen. Für uns als Kommunisten gilt, wenn dein Feind mein Feind ist, dann reichen wir dir die Hand. Dann soll man darauf zählen können, dass wir euren Rücken haben. Das wollen wir auch nicht mit so einem heuchlerischen Aber verbinden, sondern das wollen wir ganz klar sagen. Da sind wir Genossen, zum Beispiel in Fällen von Repression, da werden wir klar zusammenstehen. Grundsätzlich gilt, dass wir denken, dass es gilt, eine Haltung systematisch zu kultivieren, die im Interesse der Gesamtbewegung und nicht immer nur im Interesse von gewissen Einzelstrukturen denkt. Das bedeutet konkret, die Erfolge anderer Organisationen zu begrüßen, sie als Fortschritt hin zu einem gemeinsamen Ziel zu begreifen und einen solidarischen Austausch auf Augenhöhe anzustreben. Uns ist klar, dass wir als Kommunisten, wenn wir erfolgreich sein wollen, langfristig in einer gemeinsamen Organisation geeint sein werden. Wenn wir es damit ernst meinen mit dieser Zielsetzung, können wir uns nicht jetzt schon von der Form her bekriegen und schädliche Verhaltensweisen an den Tag legen. Das heißt, es ist nicht gleichzusetzen mit so einem prinzipienlosen Frieden, zu sagen, ja, wir diskutieren einfach die Sachen nicht aus. Doch aber zwischen einem Kampf der Inhalt nach und der Form nach, das ist doch ein Riesenunterschied. Und diesen Unterschied muss man wirklich ernst nehmen. So würden wir grundsätzlich sagen, die Vereinheitlichung der revolutionären Bewegung ist uns entsprechend ein wichtiges Anliegen. Wir bewerten sie als hohes Gut. Gleichzeitig muss man auch noch von einem längeren Zustand ausgehen, und das hat der Genosse vom KA beim letzten Podium sehr gut herausgearbeitet, dass Organisationen koexistieren. Und man sich gegenseitig trotzdem nicht diesen Anspruch absprechen sollte. Und ich glaube, da ist es sehr wichtig, dass wir so eine Haltung auch wieder kultivieren, wo wir offen mit unseren eigenen Unzulänglichkeiten als Strukturen noch umgehen und einen Dialog auf Augenhöhe haben. Dass wir nicht einfach, Genosse vom KA kommt und kritisieren uns und unser politisches Ego fühlt sich erstmal angegriffen und wir entwickeln einen Abwehrmechanismus und gehen erstmal in die Kneipe und lästern 5 Stunden über den KA, sondern sagen, wir nehmen das ernst. Was ist das? Sind doch, wenn jemand uns kritisiert, dann steckt dahinter ja ein Ernstnehmen. Der Wunsch, dass sich unsere Praxis verbessert. Das wollen wir schätzen und auch so diese Geisteshaltung stärken in unserer Bewegung. Und da danke ich nochmal sehr stark dem Genossen vom KA und seinen Beiträgen auf dem letzten Podium. Ich denke, da war vieles sehr treffend. Ja, ich würde jetzt mein Eingangsstatement auch in sozusagen 3 Teile teilen. Erstmal zu dieser Grundsolidarität, die in eurer Fragestellung stand. Ja, die finden wir auch richtig und gut, die müssen wir aber vor allem noch vertiefen. Wir denken, das ist sehr wichtig zu sehen. Auch das
in Bezug auf die Dynamik, auf die Entwicklung der Situation zu sehen. Also das heißt, dass wir in unserem Verhalten heute eine Grundlage für die Kultur legen, die uns, wenn der Klassenkampf noch schärfere Formen annimmt, wenn es noch normaler wird, dass Genossinnen und Genossen ins Gefängnis wandern, dass sie schwer verletzt werden, dass sie vielleicht ihr Leben lassen im Kampf, die auch dort wieder eine Rolle spielen auf höherem Niveau. Also wir glauben, dass es sehr wichtig ist, dass wir heute im Kleinen diese Kulturfrage nicht als Nebensächlichkeit behandeln, sondern wir schaffen damit letztendlich unsere eigenen Kampfbedingungen auch von morgen und gestalten die mit. Das finden wir also richtig und wichtig und würden wir hier auch unterstützen. Aber ich glaube, was noch ein interessanter Gedanke ist, ist auch, wie sehr teilweise brauchen nur diejenigen, die von Repression betroffen sind, unsere Solidarität, oder ist das teilweise auch andersrum? Hier möchte ich ein Beispiel geben in Bezug auf eine relativ junge politische Gefangene in Deutschland, nämlich Daniela Klette. Es ist ja offensichtlich, dass zumindest die Strömung, der sie zugeschrieben wird, jetzt erstmal nicht wirklich die Strömung derjenigen ist, die hier auf dem Podium stehen, sitzen direkt. Aber trotzdem haben einige unserer Genossinnen ihr Briefe geschrieben in den Knast, was mittlerweile geht. Und nach einigen Monaten kann sie auch Antworten schicken. Und ich habe in den letzten Wochen so das Glück gehabt, dass ich bei verschiedenen meiner Genossen miterlebt habe, teilweise wie sie diesen Antwortbrief von Daniela erhalten haben. Und ich kann halt sagen, ich habe teilweise die Genossen in den letzten 3 Monaten nicht so glücklich gesehen. Also das war ein sehr, sehr wichtiger moralischer Faktor, etwas, was sehr viel Motivation, sehr, sehr viel Kraft gegeben hat. Und auch so sollten wir zum Beispiel diese Art von Solidarität betrachten, dass auch da, wo Einzelne oder vielleicht wenige heute über den Rahmen dessen, was der bürgerliche Staat akzeptiert, was er als normal sieht, wo sie darüber ganz bewusst hinausgehen, dass das etwas ist, was die Moral der ganzen Bewegung steigert. Ansonsten zu den Punkten, die ihr gerade gesagt habt, würde ich mich, glaube ich, vor allem anschließen. Ich finde sehr treffend, was die Rote Jugendbewegung in einer ihrer Broschüren gesagt hat, wo sie von einem Organisationsfetischismus sprechen, den sie kritisieren. Wo wir letztendlich das Verständnis hintersehen würden, es ist nicht entscheidend, welche Organisation die Kommunistische Partei gründet oder ob wir die alle zusammen gründen. Es ist entscheidend, dass sie entsteht und dass sie erfolgreich ist. Und so sollten wir eben auch miteinander umgehen. Also das finde ich ganz richtig, dass wir die feine Linie zwischen wir respektieren uns alle gegenseitig, wir lassen uns leben und leben lassen, wir tun uns alle nicht weh, wir finden uns alle irgendwie gleichberechtigt, aber gleichzeitig interessieren wir uns auch jetzt nicht so richtig füreinander. Da müssen wir aber auch, glaube ich, wirklich noch Schritte gehen. Es ist ein guter Schritt, zum Beispiel bei diesem Podium oder auch was die kommunistische Organisation dort geschaffen hat oder was sie initiiert haben, dass man das in einem öffentlichen Format gemacht hat. Aber vor allem muss das sehr, sehr viel normaler werden, dass wir das dauerhaft machen, dass wir uns dauerhaft austauschen, aber dass wir auch letztendlich wieder unsere eigenen Konzepte und Erfahrungen in einer bestimmten, immer noch solidarischen Form miteinander ausformuliert diskutieren. Also das Debattenniveau der Bewegung ist da auch noch relativ niedrig, würde ich sagen. Also ich bin in diesem Punkt wirklich sehr glücklich, dass es so eine Einheit darin gibt, weil wir denken auch, dass es eine schöne Entwicklung ist unserer Bewegung. Solidarität als zentrales Schlagwort und auch, dass wir eine gemeinsame Front am Ende sind im Klassenkampf und auch auf etwas Gemeinsames orientieren. Und das ist auch schön, wenn es sich erstmal nur darin ausdrückt, dass wir so die gleichen Floskeln sagen. Aber wir versuchen halt, diese Floskeln, denen wir zustimmen, wo wir sehr glücklich sind, dass wir sie alle gerade von uns geben, auch so ein paar konkrete Konsequenzen daraus abzuleiten. Und ich würde gerne so 4, 5 Punkte sagen, die für so Fehler, die oft in der Vergangenheit in der kommunistischen Bewegung und der deutschen kommunistischen Bewegung auch passiert sind, wo wir ganz klar sagen, wenn wir diesen Floskeln, die wir gerade alle gesagt haben, zustimmen, dann müssen wir darauf achten, dass diese Fehler nicht wiederholt werden. Einmal ist es die Überhöhung der Erfahrung und politischen Relevanz der eigenen Gruppe und ein daraus abgeleiteter schädlicher Alleinführungsanspruch. Also die Tendenz, dass es darin geht, man nimmt eine Organisation oder eine Gruppe, sei es, sie ist kleiner oder sie ist ähnlich stark, gar nicht mehr ernst, wenn sie getrennt ist von der eigenen Organisation, weil man so überzeugt davon ist, dass man selber die absolute Wahrheit gefunden hat. Ein anderer Punkt wäre ein enormes Abgrenzungsbedürfnis, was nicht auf Prinzipien beruht, was dazu führt, dass man die eigene Stärke als Organisation darin sieht, sich von anderen zu unterscheiden, anstatt darin, wo man bereits eine Einheit aufweist. Oft sind es dann auch nicht mal politische Argumente, sondern einfach nur die Kultur, die einen unterscheidet. Ein anderer Punkt ist für die konkrete politische Praxis die Tendenz, gezielt politische Bewegungen und Bündnisse zu vereinnahmen, nicht das Bündnis voranzubringen, sondern einfach seinen Stempel als Größtes darauf zu klatschen, sowie aber auch das Unterwandern von anderen Gruppen. Und ich glaube, da muss man auch sagen, selbst mit Gruppen,
die noch viel jünger sind, die noch viel kleiner sind, wo de facto man nicht auf einer Augenhöhe ist, in Anführungsstrichen, muss man ernsthaft organisieren und auch muss man sich ernsthaft austauschen und auch deren Organisationsdisziplin respektieren. Sei es auch nur eine kleine Antifa-Gruppe, zum Beispiel in Brandenburg. Das sind ernstzunehmende Leute, die Politik machen. Wir denken, diese Gruppen zu unterwandern, ist eine unehrliche Art, Politik zu machen. Ein anderer Punkt ist noch so eine Art, die Frage wie des ideologischen Kampfes. Wir denken, dieser muss immer im Verhältnis stehen zur realen Praxis. Ideologische Fragen, an denen wir uns spalten, die müssen auch immer eine konkrete organisatorische Wendung haben, eine organisatorische Konsequenz. Das wäre es erstmal, so ein paar konkrete Punkte. Okay, alles klar. Dann kannst du weitermachen, klar? Ja, ich bin auch sehr, natürlich sehr froh über die Einheit in der Solidaritätsfrage. Und ich würde sagen, es gibt diese Grundsolidarität in der Bewegung, aber es gibt halt immer auch wieder diese Tendenzen, die hast du auch beschrieben, also Arroganz, Sektierertum, Kleinkrieg auf Nebenschauplätzen. Und wenn man diese Praxis so betreibt, dann genau, gerät man in Gefahr, diese Grundsolidarität auch zu verlieren. Trotzdem, Solidarität will, also heißt, Solidarität will auch gelernt sein. Also wir können natürlich ein schickes Soli-Foto machen und das stärkt vielleicht die Leute moralisch. Aber wir wollen natürlich dahin kommen, wirklich zu unterstützen, weil hier wurde auch schon gesagt, okay, der Staat, der greift eine kommunistische Gruppierung nicht an wegen dem Statement zu XY. Okay, manchmal gibt es sogar sowas. Sondern weil diese Organisationen RevolutionärInnen sind. Und das verbindet uns. Also hier ist die Einheit noch höher zu gewichten als in der Bündnisarbeit, wo wir auch den logischen Kampf miteinander führen. Das heißt, wir wollen aber auch wissen, wenn bei euch die Haustür eingetreten wird, wenn es bei euch brennt, was können wir dann konkret machen? Und dafür müssen wir uns austauschen, da müssen wir über Repressionen reden, aber natürlich auch in Solidarität auf der Straße zeigen. Also die LL wurde angesprochen, da gab es eine Grundsolidarität und trotzdem gab es ja noch irgendwie ein verschiedenes Verhalten, teilweise auch etwas konträres Halten von verschiedenen Organisationen. Und da müssen wir doch lernen, gemeinsam zu kämpfen. Wir müssen uns gegenseitig gut einschätzen können, uns vertrauen können, gemeinsam Absprachen treffen und gemeinsame Pläne schmieden. Das bringt uns, glaube ich, voran. So. Also diese Solidarität will organisiert werden. Das ist mein Punkt dazu. Und vielleicht noch zum Abschluss. Natürlich sind wir nicht nur solidarisch unter uns kommunistischen Gruppen und unserer kommunistischen Bewegung, sondern mit allen fortschrittlichen Kämpfen, mit allen Kämpfen gegen Ausbeutung und Unterdrückung und allen, die darunter leiden. So, muss man, glaube ich, auch nochmal gesagt haben. Ja, einen der letzten Punkte würde ich gleich aufgreifen. Also Solidarität, gemeinsam kämpfen, das muss organisiert werden. Das ist vielleicht ein bisschen das Problem auch bei der LLL gewesen. Wir sind zum Beispiel mit der Art, wie wir dort aufgetreten sind, nicht in allen Punkten zufrieden. Wir haben das an anderen Tagen schon viel besser hingekriegt. Wir müssen auch unser Aktionskonzept weiterentwickeln. Wir müssen unsere eigenen Schwächen dort sehen in diesem Aspekt. Aber vor allem war es eben, was teilweise auch als sehr positiv gesehen wurde und was auch eine sehr positive Seite hat. Es hat halt spontan funktioniert. Also es zeigt eine bestimmte Kultur, vielleicht ein bestimmtes Grundverständnis. Aber es war eben spontan. Und wenn wir ein bisschen gar nicht so weit in unsere Vergangenheit als revolutionäre Bewegung blicken, so ungefähr um das Jahr 2010 herum, dann können wir zum Beispiel ein Phänomen sehen, was heute relativ an den Rand gedrängt ist. Da gab es das sogenannte 3A-Bündnis, was unserem Eindruck nach, soweit wir die Entwicklung der revolutionären Bewegung verfolgt haben, von dort sehr viele inhaltliche und teilweise auch personelle Stränge bis zu fast allen relevanten revolutionären Organisationen heute laufen. Zu uns auf jeden Fall. So viel kann man wohl sagen, ohne hier jemanden irgendwo interner auszuplaudern von anderen. Das ist erstmal was sehr Interessantes. Und ich würde sagen, dass es dieses Bündnis damals gab, das spielt eine Rolle bei den Klassenkampfbedingungen in ganz Deutschland. Das hat dabei eine bestimmte Rolle gespielt, Vorbedingungen zu schaffen dafür, dass danach an verschiedenen Stellen sehr ernsthafte Organisierungsprozesse entstanden sind, von denen wir als revolutionäre Bewegung teilweise bis heute profitieren. Also, dass dieses Bündnis an einem bestimmten Punkt zerfallen ist, liegt vor allem daran, dass verschiedene Pole darin gesagt haben, wir machen uns jetzt auf den Weg, uns als Organisation aufzubauen. Und ich würde sagen, vor allem daran, dass das erstmal sehr viel Kraft und Energie gekostet hat. Das heißt, an sich ist das ein Schritt nach vorne,
die Bewegung als Ganze hat sich nach vorne entwickelt, hat sich höhere Ansprüche gesetzt. Aber es gibt diese negative Tendenz, dass die Aufmerksamkeit in sehr vielen Strukturen erstmal nach innen gegangen ist und den Aufbau der eigenen Strukturen. Und ich würde sagen, wir könnten uns zum Beispiel als Ziel setzen, heute auf diesem Stand, dass so etwas wie das 3A-Bündnis, uns die Frage zu stellen, wie können wir das erstmal in der Praxis auf einem höheren Niveau wiederherstellen, also solche Aktionseinheiten, womit aber notwendigerweise ab einem bestimmten Punkt auch einhergeht, dass man eben politisch dauerhaft in Diskussion ist, und zwar nicht nur auf so einem schönen Podium wie hier oder nicht nur in auch internen Gesprächen, also die nicht in der Öffentlichkeit sind, was wir ja, was sehr wichtig ist und Positives finden, sondern auch in konkreten Fragen, wie wollen wir in dieser und jenen Aktion agieren. Das, glauben wir, ist was sehr, sehr Wichtiges für die revolutionäre Bewegung. Und wir haben uns gerade auf jeden Fall das Ziel gesetzt, dass wir mehr dazu beitragen wollen, dass das in den nächsten Jahren wieder konkretere Formen annimmt. So, dann haben wir jetzt, also wenn wir wollen, könnten wir jetzt noch so 5 bis 6 Minuten zu dieser Frage diskutieren, wenn ihr noch was habt. Dann hätten wir noch Zeit, um so ein paar Fragen aus dem Publikum dranzunehmen. Wenn ihr zu der Frage aber nichts mehr habt, dann würde ich auch sagen, wenn ihr noch ein Bedürfnis habt, was anderes zu diskutieren. Sind die Genossen sich hier, glaube ich, gerade sehr einig geworden. Ich würde dann ein paar Abschlussworte vielleicht nochmal sagen, auch wenn es mir, glaube ich, schwerfallen würde, die ganze Diskussion zusammenzufassen. Ich denke, es ist halt sehr gut, dass wir es heute geschafft haben, dass hier verschiedene Organisationen zusammengekommen sind, dass ihr über die Bündnisarbeit gesprochen habt, aber ja vorher auch so ein bisschen darüber, vielleicht wie eure Methoden und Inhalte aussehen, wo ihr euch unterscheidet, wo man vielleicht auch voneinander lernen kann. Ich glaube, dass oder wir gerade gehört haben, dass es ja Pläne gibt, dass das in Zukunft weitergeht. Das wird sicher sehr gewinnbringend sein. Wir würden damit jetzt den Raum öffnen für Fragen aus dem Publikum. Ich würde es halt machen wie vorhin, dass ich 2 bis 3 Fragen aufschreibe und dann die Genossen die Möglichkeit haben zu antworten. Wenn ihr antwortet, habe ich mir eben sagen lassen, wäre es aber gut, wenn ihr nochmal kurz sagt, auf wen ihr antwortet, also nicht die Person, sondern auf welche Frage. Weil wenn man vorher mehrere Fragen gesammelt hat, gab es wohl so ein bisschen Verwirrung, auf was jetzt die Antwort dann sein soll. Dann würde ich einmal direkt, hier sind direkt 2 Kollegen, die nebeneinander sitzen, sich beide melden. Und noch eine junge Frau dahinter. Wir machen einfach mal diesen Dreierblock. Erstens danke an alle Referenten, die heute gesprochen haben. Ich habe eine Frage für der Genosse von Bund der KommunistInnen. Die Black Panther Party hat in Kalifornien sogenannte auch so Nachbarschaftsarbeit gemacht und war damit sehr erfolgreich in den vor allem in den 80er und in in den 80er Jahren. Seht ihr das als ein Erfolgsrezept, wie man das machen kann, also solche Nachbarschaftsarbeit? Voll laut. Nochmal Stichpunkt, proletarische Gegenmacht aufbauen. Ich glaube, was der Genosse vorhin gesagt hatte, war ja, dass das oft so ein bisschen als Buzzword verwendet wird, dass man es eigentlich mal richtig definieren müsste. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, das ist ja gerade nicht so richtig erfolgt. Ich würde mich freuen, wenn ihr vielleicht darüber euch dazu nochmal äußern könntet, was ihr euch darunter vorstellt. Oder ob das vielleicht auch gar nicht notwendig ist. Also erstmal würde ich mich auch bedanken für die RednerInnen. Ich habe eine Frage an die Rote Jugend. Und zwar, ihr habt ja, ich kenne eure Arbeit nicht so genau, aber von mir aus, vor allem auf Social Media, scheint es mir so, dass ihr schon eine gewisse Ästhetik verfolgt. Gerade vielleicht, weil ihr auch einfach sehr viel aus der roten Jugendbewegung übernommen habt oder halt das prägen wollt. Und dann wollte ich noch fragen, also dementsprechend wollte ich fragen, was ihr dann mit Organisationsfetischismus meint oder wie man den dann in der Arbeit konkret überwindet. Weil das, da stelle ich mir oft die Frage, weil ihr benutzt sehr oft den Begriff, auch in der Diskussion ist der jetzt gefallen. Es würde mich einfach interessieren, was ihr damit meint und wie ihr dann damit umgeht. Okay. Dann würde ich euch vielleicht einfach nacheinander die Möglichkeit geben zu antworten. Ja, vielleicht, das mit der Ästhetik der roten Jugendbewegung, das ist natürlich keine Entscheidung von oben. Also die Rote Jugend Deutschland war erstmal eine Plattform, die sozusagen präsentiert, was machen denn die Gruppen, die sich da irgendwie in dieser roten Jugendbewegung wiederfinden. Und ja, da gibt es diese
diese Jugendkultur, die halt gemixt wird mit diesem roten Style. Und das ist natürlich was es schon länger gibt so und was irgendwie auch viele Leute anspricht. Und natürlich sagen wir auch, das spricht halt einen gewissen Teil von Jugendlichen an. Das ist irgendwie sehr, sehr kämpferisch und so. Und das hat seine Vorteile, aber natürlich auch irgendwo seine Begrenzungen. Und irgendwann muss man dann natürlich auch dahin kommen, genau, vielleicht auch eine andere Ästhetik zu finden oder daneben auch andere Formen, so die breitere Teile der Massen ansprechen. Natürlich. Und zum Organisationsfetischismus, naja, wir sagen, der drückt sich zum Beispiel darin aus, wenn kleinere Organisationen, vielleicht die sich in einer Stadt gegründet haben, sozusagen als Organisation nicht ernst genommen werden und man mit einer gewissen Überheblichkeit gegenüber denen herantritt und am Ende diese Organisation vielleicht auch dadurch kaputt macht oder schwächt. Also wir gehen halt erstmal ins Gespräch mit anderen Organisationen und fragen, okay, wie können wir euch helfen, wie können wir euch stärken? Wir gucken, wir gehen auf Augenhöhe mit den Leuten um so. Und das fördert halt sozusagen eine solidarische Art der Zusammenarbeit und hilft der kommunistischen Bewegung als Ganzes. Also wir sagen auch Organisationsfetischismus wäre natürlich zu sagen, ja, unser Club ist viel cooler als der von den beiden neben mir und deshalb, keine Ahnung, spucke ich hier mit Feuer auf dem Podium und sage, wie dumm ihr doch alle seid. Das ist auch eine Form von Organisationsfetischismus und der führt nicht dazu, dass man die Einheit sozusagen unter den Kommunisten, was ja unser Ziel auch heute ist, auf eine höhere Stufe heben kann. Ja, dann würde ich mal auf die zwei Fragen antworten. Also erstmal vielen Dank. Ich denke, die passen sehr gut. Erstmal Platz zur Black Panther Party. Vorbilder, ja. Die haben sich gerade gemacht für ihre Leute im Kiez. Das finde ich bewundernswert. Die haben das auch perspektivisch gedacht. Wir können von diesen Ansätzen nur lernen. Lernen heißt natürlich aber auch, aus dem Scheitern zu lernen. Das heißt, da gehört auch der Punkt dazu, man muss ein organisatorisches Gerüst schaffen, welches widerstandsfähig ist gegen die organisierten Angriffe des Klassenfeindes. Und diese organisierten Angriffe können verschieden aussehen. Können konkret militärisch aussehen, aber auch durch das Überfluten der eigenen Kieze mit Drogen etc. Damit muss man sich auseinandersetzen, davon muss man lernen. Aber dann lernen wir im Sinne auch der Genossen von damals, von der Black Panther Party. Das heißt, platt, ja. Zur Frage proletarische Gegenmacht, was ist das, was verstehen wir darunter? Ich hatte ja schon Bezug genommen auf die Konzeption von der Viol und deren Widerstandskomitees in der Methodik, von was es Gegenmacht, haben wir viele deren Ansätze übernommen. Wir denken, dass gelebte Gegenmacht so eine Art Doppelcharakter hat, einen defensiven und einen schöpferischen. Gegenmacht bedeutet für uns also einerseits die Fähigkeit, Dinge, die uns nicht passen, verhindern zu können. In dieser frühen Entwicklungsphase, in der wir uns gerade befinden, heißt sowas dann eher konkret, der Chef muss eine Kündigung zurücknehmen, Faschisten können nicht durch unseren Kiez laufen oder so etwas. Das sind dann erste Ansätze konkreter, defensiver Gegenmacht. Vielleicht so ein paar historische Beispiele, wo sowas so ein bisschen in größerer Form abgelaufen ist. Und da muss man auch sagen, proletarische Gegenmacht, das ist nicht irgendwas, was wir claimen, dass es nur Kommunisten können. Die hatten zum Beispiel hier in Berlin in den letzten Jahren viel eher Autonome gehabt. Wo zum Beispiel vor ein paar Jahrzehnten auch jahrelang teils die Fahrkartenkontrollen in Kreuzberg ausgesetzt wurden, einfach weil die wussten systematisch, in unserem Kiez wird nicht kontrolliert. Entweder drucken wir massenfach Falschkarten oder wir wehren uns eben gegen diese Kontrollen. Aber auch andere Beispiele wären die konkrete Intervention der Roten Brigaden beispielsweise in Streiks bei Ford in Mailand oder so. So eine Sachen sind gesteigerte Formen von defensiver Gegenmacht. Und dann auch zur anderen Seite, also dem schöpferischen Charakter, der besteht darin im Aufbauen und im Entwickeln von etwas Neuem. Also wir hatten ja davon gesprochen, im Klein-Klein schon die Hoffnung herzustellen, die ja auch Grundlage ist. Also Kollektivität, Solidarität, Gemeinschaftlichkeit als zentrale Werte. Jetzt gerade in unserer frühen Entwicklungsphase realisieren wir sowas eher durch das Initiieren von selbstorganisierten Sporträumen und Trainings, der Etablierung von aus dem Kiez getragenen Versorgungsnetzwerken, also wirklich nur in Keimform. Hier wieder der Punkt, überzeugt euch selber, geht in die Läden, guckt, wie das klappt und nicht klappt. Oder auch Rechtsberatung für den Kiez. Genau.
Historische Beispiele für so eine Art von schöpferischer Gegenmacht wären zum Beispiel beispielsweise die Kommune von Fatsa, auch wieder ein Projekt von Deviol, aber auch wieder Türkei-Bezug, zum Beispiel die Hasan Ferit Gedik Drogenklinik im Istanbuler Stadtteil Gazi, wo Genossen den Schluss gefasst haben, dass der Staat zentral die Drogensucht verstärkt in den Kiezen und wir deswegen eine Drogenklinik aufbauen, den Leuten konkret helfen und aber das verbinden mit der Perspektive revolutionärer Organisierung. Das heißt zusammengefasst, Strukturen der Gegenmacht, das sind für uns Kampforgane der Klasse sowie Keimform zukünftiger kollektiver Selbstorganisierung der Gesellschaft. Das heißt natürlich nicht, dass wir einen harmonischen Übergang, ein Herauswachsen aus dem Kapitalismus sehen. Da gehört natürlich noch ein Bruch dazu. Trotzdem sprechen wir hier schon von Keimform. Ich hoffe, das klärt so ein bisschen unser Verständnis. Dann würden wir jetzt noch ein paar andere Fragen vielleicht dran nehmen. Genau, ich gucke gerade mal, wer sich hier alles so meldet. Ich sehe da ganz hinten jemanden. Liebe Genossen, vielen Dank für die Diskussion auf dem Podium. Ich glaube, es wurden sehr viele interessante Diskussionen, also da, ja, Dinge auch beleuchtet. Wenn ich mich hier in dem Raum umschaue oder auch in den letzten Demonstrationen auf der Straße, ist mir immer wieder aufgefallen, dass es besonders auch junge Frauen heutzutage sind, die sich organisieren, die ein hohes Bewusstsein dafür haben, dass sie sich eben organisieren sollten, dass ein organisierter Klassenkampf und Geschlechterkampf notwendig ist. Genau, und da wollte ich gerne die Frage an alle Teilnehmer auf dem Podium stellen. Sind eure Möglichkeiten als Organisation, sowohl dieses Potenzial, das entsteht bei jungen Frauen, zu nutzen, als auch einer Verantwortung dem Geschlechterkampf gegenüber? Was sind da eure Ansätze? Dankeschön. Dass ich die Frage an alle Podiumsteilnehmer richtet, würde ich euch tatsächlich erstmal direkt die Möglichkeit geben, die zu beantworten, weil ihr halt jetzt sowieso alle nacheinander sprecht und weil wir dieses Thema noch gar nicht hatten. Genau. Ja, wer möchte anfangen? Ich würde euch da einfach einen Raum geben. Fühlt sich bereit? Ja, ich fühle mich so bereit, wie man sich wohl bereit fühlen kann, als Mann zu dieser Frage was zu sagen. Natürlich haben wir erstmal mit den Erfolgen unserer Frauenorganisation eine Reihe von Konzepten in verschiedenen Bereichen entwickelt. Vor allem ist diese Organisation selbst einer der wichtigsten Ansatzpunkte in unserer konkreten Realität, um die Entwicklung von jungen Frauen, aber auch von Frauen allgemein in der Organisation zu fördern. Wir denken tatsächlich, dass sich das immer wieder zeigt in der politischen Arbeit, dass das Patriarchat, dass die patriarchalen Rollenbilder auch vor unseren Organisationen nicht Halt machen und dass wir einen gezielten, dass es uns nicht hilft, die Augen davor zu verschließen, zu sagen, wir sind ja alle Kommunistinnen, davon sind wir nicht betroffen, sondern wir müssen das anerkennen, um es gezielt bekämpfen zu können. Und eine konkrete Konsequenz ist die eigenständige Organisierung von Frauen in unseren Strukturen, in unseren Reihen. Das heißt konkret eine Struktur, die jetzt nicht eine Möglichkeit vorsieht, dass sich Frauengenossinnen nur dort organisieren könnten, aber sozusagen ein zusätzlicher Teil der Organisationsstruktur, in dem die Frauen sich unter sich organisieren, um den Kampf gegen das Patriarchat innerhalb und außerhalb der Struktur zu führen. Was heißt das konkreter? Das heißt in erster Linie einen Kampf dafür, dass die Genossinnen ihr eigenes patriarchales Rollenbild, das auch in ihnen steckt, überwinden. Und das wird vor allem in dieser Struktur gefördert und vorangetrieben. Dort wird oftmals auf einem anderen Niveau oder in einer anderen Form ist es teilweise dort möglich, über bestimmte Schwächen zu diskutieren und Möglichkeiten zu entwickeln, diese Schwächen zu überwinden, die zum Teil auch auf Grundlage des Patriarchats basieren. Ein anderer Punkt ist der Kampf gegen patriarchale Gewalt, was sowohl in unseren Strukturen als auch in der revolutionären Bewegung dauerhaft auf der Tagesordnung steht, was wir in den 10 Jahren unserer Geschichte an vielen Punkten erlebt haben, wo wir die Erfahrung gemacht haben, es ist sehr, sehr wichtig, da erstmal klare Prinzipien zu haben, eine klare Parteilichkeit auf Seite der Betroffenen und entsprechend zu handeln und dass es auch sehr, sehr wichtig ist, dass diese Kompetenz von den Frauengenossinnen ausgeübt wird, weil sich konkret zeigt, dass Männer immer wieder versöhnlerische Tendenzen im Kampf gegen patriarchale Gewalt zeigen. Du hattest auch noch nach
unserer Verantwortung gefragt, was ich ein bisschen auch als unsere Verantwortung als Männer vielleicht verstehen würde. Das ist ein weiterer Aspekt, dass wir sagen, wir müssen als ganze Organisation einen besonderen Wert auf die Entwicklung von Frauengenossinnen legen. Das ist auch etwas, was unsere Frauenorganisation vor allem erkämpft und immer wieder durchsetzt. Aber das heißt, das ist eine Aufgabe der ganzen Struktur, die riesigen Potenziale, die in der Hälfte der Menschheit schlummern, für die Revolution voll zur Entfaltung zu bringen. Konkret heißt das, dass wir in der Kaderinnenentwicklung als Ziel setzen, als Ideal, was wir nicht in allen Punkten erfüllen, dass wir Prinzipien positiver Diskriminierung anwenden, dass wir eine besondere Aufmerksamkeit auf die Entwicklung von Frauengenossinnen legen und dass wir besonders mutig auch beim Übergeben von Verantwortung an Frauengenossinnen sind. Genau, also vielen Dank für die Frage. Du hast ja das Potenzial und auch die Kampfbereitschaft angesprochen, die junge Frauen in Deutschland repräsentieren und auch immer wieder entgegen all der Umstände sehr präsent waren der Widerstandsbewegung und zentral dafür waren, dass sie sich auch weiterentwickelt. Hier ist wieder so ein Punkt, wo wir einfach ehrlich sagen müssen, wir haben keinen systematischen Erfahrungsschatz oder Angebote, welche diesem Potenzial Rechnung tragen. Wir sind hier in der Situation der Lernenden. Das heißt, internationale Erfahrungen auch auszuwerten, sich mit diesen auseinanderzusetzen. Sehr beispielhaft ist da die Erfahrung der MLKP beispielsweise, einer türkisch-kurdischen Organisation, die diese Frage systematisch auf die Tagesordnung gesetzt hat und auch dazu Texte verfasst hat, die beispielsweise, wenn ich mich richtig erinnere, auch dank des kommunistischen Aufbaus auf deren Website zur Verfügung gestellt wurden, womit man sich auseinandersetzen kann, auch auf deutscher Sprache. Unabhängig davon, was für Konsequenzen wir konkret als Strukturen dafür ziehen, ist es wichtig, dass es diese Dokumente gibt und wir uns damit auseinandersetzen. Überhaupt, dass man sich diesen Fragen stellt, zeugt auch davon, dass man kein verknöchertes Politikverständnis hat, wenn man sagt, wenn die Genossen es vor 100 Jahren nicht hatten, dann ist es ja alles Revisionismus, wenn man das jetzt macht, sondern ein schöpferisches Politikverständnis hat, wo man sich tagespolitischen Fragen stellt. Wir denken, dass es eine Leerstelle ist, zum Beispiel, dass wir nicht Massenorganisationen haben, die zum Beispiel Frauen als Frauen organisieren, wie wir uns als Kernstruktur, als Bund der Kommunistinnen organisieren, was für Gliederungen und Abteilungen haben, darüber reden wir nicht öffentlich und deswegen kann ich darauf jetzt nicht eingehen, inwiefern das bei uns umgesetzt wird oder auch nicht. Okay, dann mache ich mal weiter. Also erstmal haben wir natürlich die Feststellung, okay, es gibt eine doppelte Unterdrückung der Frau, deshalb auch ein höheres Interesse von Frauen an einer sozialen Revolution, an der Abschaffung des Patriarchats natürlich. Aber es gibt auch Gründe, warum Frauen sozusagen in politischen Organisationen oft nur oder ist das nicht so leicht haben. Also das kann Gründe in der Sozialisation haben, aber natürlich auch von Strukturen, von patriarchalen Strukturen innerhalb von linken Organisationen, von Gruppen. Und da ist die Rote Jugendbewegung natürlich nicht von ausgenommen. Also es wurde auch eine Ästhetik vorhin angesprochen, die kann auch etwas Mackerhaftes, was Abschreckendes haben. Und natürlich gibt es auch patriarchale Strukturen in unserer Bewegung. Und das ist das Erste natürlich, diese angehen, diese bekämpfen, die Genossinnen ernst nehmen in ihren Anliegen und mit ihnen zusammenkämpfen, weil wir sagen, okay, dieser Kampf soll auch nicht alleine nur von den Frauen geführt werden, sondern die Männer müssen sich darüber bewusst werden und müssen ihn mitführen, aber müssen auch in diesem Kampf von den Frauen geführt werden und sich führen lassen. Genau, wir sagen, diese Strukturen innerhalb müssen immer wieder sozusagen auf den Prüfstand gestellt werden und es braucht auch Räume dafür, dass Frauen sich innerhalb der Organisation untereinander austauschen können und die Probleme wirklich benennen können und auf den Tisch bringen können. Das braucht es. Darüber hinaus baut es natürlich eine Frauenmassenarbeit. Wenn zum Beispiel die andere Arbeit vielleicht auch abschreckend ist für einige Frauen, dann braucht es darüber hinaus natürlich auch eine Frauenmassenarbeit. Natürlich haben wir auch zum Beispiel einige Punkte bringen wir auch an, die vielleicht der liberale Feminismus grundsätzlich von unserem unterscheidet. So, da muss man vielleicht den Tag gegen Gewalt an Frauen nennen. Da haben wir das Thema Prostitution auf die Straße gebracht, einer Stärke, die es, glaube ich, neu für die kommunistische Bewegung war, dieses Thema so präsent war. Und so grenzt man sich auch von einem liberalen feministischen Verständnis ab. So, das schärft unser Profil auch in feministischen Fragen, macht uns ansprechender für Frauen und genau. So. Okay, leider ist unsere Zeit jetzt damit tatsächlich um. Also diese Frage
Es war, glaube ich, sehr schön, dass ihr die alle nochmal beantwortet habt, aber damit bleibt uns leider auch jetzt keine Zeit mehr für weitere Fragen. Ich möchte euch alle nochmal darauf verweisen, dass ihr aber noch die Möglichkeit habt, den Genossen viele Fragen zu stellen und auch den Organisationen. Also ich glaube, dass die jetzt hier noch eine Weile rumlaufen werden, wenn ich nicht da ganz daneben liege und sicher bereit sind, da euch noch unterschiedlichste Fragen zu beantworten. Ansonsten sind da ja auch Stände, bei denen nochmal Material von den verschiedenen Organisationen ausliegt. Genau, damit würde ich ja ein paar Abschlussworte machen und dann vor allen Dingen müsste ich aber nochmal, bevor ihr alle aufsteht und wegrennt, wieder ein paar organisatorische Sachen ansprechen. Genau, zum Abschluss wäre ich einfach, ja, vielen Dank, dass ihr alle da wart. Wir sind auf jeden Fall, wir freuen uns, dass ihr unserer Einladung gefolgt seid. Genau, und freuen uns natürlich auch, dass in Zukunft hoffentlich noch viele weitere solcher Debatten geben wird. Vielen Dank.